idealism prevails. Make the world a better place. Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, zu diesem spannenden Thema, das uns schon seit einiger Zeit in der Kommission umtreibt und auch sicher die nächsten Monate und Jahre noch sehr schwer beschäftigen wird. Ich freue mich auch besonders, hier in der schönen Stadt Wien zu sein. Freue mich auch, mal ausnahmsweise auf Deutsch eine Rede und Präsentation halten zu können, obwohl ich sagen muss, nach über 20 Jahren in Brüssel, ist das eher schwieriger für mich, als wenn es auf Englisch wäre. Aber gut, ich möchte in meiner Präsentation zunächst mal auf die wirtschaftlich-sozialen Herausforderungen kurz eingehen, die uns alle beschäftigen und dann die unterschiedlichen Optionen beschreiben, die im Reflexionspapier zum sozialen Europa sind und dann zum Ende auch die soziale Säule näher beschreiben und auch über Instrumente reden, die wir schon in Gebrauch haben und die aber wahrscheinlich auch im Rahmen der Säule weiter verstärkt werden. Zum ersten Thema sollte man vielleicht zunächst mal festhalten, dass gemessen an den globalen Standards Europa zu den wohlhabendsten Regionen der Welt gehört. Und das sieht man zum Beispiel am Sozialschutzstandard, einer der höchsten auf der Welt. Das sieht man auch an der relativ hohen Lebensqualität. Da gibt es beispielsweise von der OECD entwickelte Better Life Index, der zeigt, dass wir eigentlich ganz gut dastehen. Und unserer Auffassung nach, auch wenn es oft Kritik gibt, denken wir, dass schon Europa, die EU, durchaus einen Beitrag dazu geleistet haben, ob es jetzt um die Charta der Grundrechte geht oder verschiedene Maßnahmen und Instrumentarium, die in die Wege geleitet wurden, die auch wirklich die Bürger heute schon unterstützen. Gleichzeitig, wie auch schon gesagt wurde, muss man kritisch hinterfragen, ob es nicht weitere Schritte bedarf, um das soziale Europa in dem neuen Europa von 24 weiterzuentwickeln. Hier ein Blick zurück wird zunächst mal anerkennen, dass die Mitgliedstaaten über die letzten, ich würde schon sagen, 30 Jahre starke Veränderungen mitgemacht haben. Ich fange mal an mit den Staaten in Mittel- und Osteuropa, denn da hat es wirklich sehr große Veränderungen gegeben. Aber jetzt die letzten 10 Jahre durch die Wirtschafts- und Finanzkrise sind alle Mitgliedstaaten in Europa sehr stark unter Druck geraten. Und hier sieht man, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit angestiegen ist bis Mitte 2013 und nun auf der anderen Seite wir in letzter Zeit auch wieder Fortschritte sehen. Inzwischen haben wir 233 Millionen Beschäftigte. Das ist das höchste Niveau, das wir jemals erlebt haben. Wir haben auch die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Niveau seit 2008. Was aber nicht ein Grund ist, zu sagen, jetzt sind wir ja wieder da, wo wir mal angefangen haben, wir können zufrieden sein. Nein, 19 Millionen Arbeitslose in der EU ist ein großes Problem, an dem gearbeitet werden muss. Wenn man sich die Armut anschaut, da ist nicht viel Bewegung drin auf diesem Bild, tut mir leid, aber tatsächlich gab es durchaus von 2008 bis 2013 ein Anstieg der Leute, die von Armut und Ausgrenzung bedroht sind. Und hier muss man festhalten, dass wir eigentlich in 2010 gesagt haben, mit der Europa 2020-Strategie wollen wir 20 Millionen Leute aus
der Armut, aus dem Armutsrisiko nehmen. Stattdessen kam die Krise und es gab einen Anstieg. So, jetzt seit 2013 geht es langsam wieder bergab und tatsächlich fast 5 Millionen sind nicht mehr vom Risiko der Armut und Ausgrenzung bedroht. Aber wir sind gerade ungefähr da, wo wir mal angefangen haben. Und deswegen ist die Herausforderung, noch weiter wieder die Reduktion zu erzielen, sehr, sehr groß. Gerade im Bereich der Armutsbekämpfung sehen den Punkt, diesen einen bei 2020, das ist, wo wir eigentlich hin wollten. Ja? Stattdessen ging es erstmal nach oben und wir sind da also noch nicht da, wo wir sein wollen. Das ist auch ein Grund, warum verstärkte Anstrengungen nötig sind. Da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Und in manchen Mitgliedstaaten ist also die Armut viel höher als beispielsweise in Österreich. Es gibt auch Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen. Gerade Kinderarmut ist in manchen Ländern ein großes Problem. Aber ich denke, insgesamt ist das ein Bereich, wo weiter viel Aktion nötig ist. Wenn wir jetzt ein bisschen vorausschauen, beziehungsweise wir sind da schon von betroffen, gibt es natürlich auch globale Veränderungen, die auch für uns wichtig waren bei den Überlegungen, dass etwas getan werden muss. Und ein wichtiger Punkt ist eben die demografische Veränderung. Und hier muss man natürlich dann auch über neue Wege nachdenken, wenn man bedenkt, dass auf der einen Seite die Gruppe der Älteren immer stärker ansteigt, auf der anderen Seite die der Beschäftigten sinkt und daraus ergibt sich dann beinahe eine Verdoppelung des alten Quotients, was natürlich bedeutet, dass die Leute, die in der Zukunft auch arbeiten werden, eine viel größere Leistung erbringen müssen, um die Älteren, die in Rente sind, zu unterstützen. Für uns wirft das schon auch einige Fragen auf in puncto Generationen, Fairness zwischen den Generationen. Und es ist nicht nur eine Frage, wie tragfähig ist die Rente, wie wird die Rente finanziert, sondern auch, ist hier ein Problem auf der einen Seite, wie viel die Jungen in puncto Beiträge zahlen müssen und was können sie erwarten, wenn sie älter sind in der Zukunft in puncto Altersarmut. Natürlich ist das auch noch ein Punkt, der auch noch, sagen wir mal, von den Geschlechtern her unterschiedlich ist. Da sind die Frauen noch mehr betroffen als die Männer. Ein weiterer Punkt ist, abgesehen vom demografischen Wandel, auch der technologische Wandel, die Digitalisierung und auch der Wachstum des Dienstleistungssektors. Und auf diese Art entstehen ganz neue Wirtschaftszweige, ganz neue Formen der Zusammenarbeit. Wir haben dann Online-Plattformen und die Arbeitswelt muss sich da dem schnellen Wandel anpassen und auch neue Qualifikationen werden gebraucht. Das ist in manchen Fällen durchaus positiv für die Leute, die eben neue berufliche Tätigkeiten entdecken, die auch flexiblere Arbeitsformen in Anspruch nehmen können und damit vielleicht besser ihren Lebensplan verwirklichen können. Auf der anderen Seite gibt es dann auch mehr prekäre, unstete Arbeitsmuster und es ist auch so, dass dann eben manche Jobs obsolet werden, dass vielleicht auch gewisse Ausbildungen, Qualifikationen gar nicht mehr so gebraucht werden wie vorher, was bedeutet, dass das Bildungssystem angepasst werden soll. Hier nur ein Punkt zum Thema Konvergenz oder auch nicht. Also wir hatten bis zur Krise durchaus eine Konvergenz. Hier geht es jetzt mal um die Erwerbslosenquote. Und man sieht am oberen Rand jeweils das Land mit der höchsten, am unteren Rand mit der niedrigsten.
Erwerbslosenquote und man sieht, dass bis zur Krise da eine gewisse Konvergenz stattgefunden hat. Natürlich vielleicht teilweise auch, vielleicht im Falle von Spanien auch finanziert durch, sagen wir mal, Kredite, die nicht alle in die richtige Richtung gingen, aber es gab diese Konvergenz. Und nach der Krise sieht man, wie stark eben die verschiedenen Quoten auseinandergedriftet sind. Zum Glück jetzt ganz gegen Ende gibt es wieder eine gewisse Bewegung zur Konvergenz, aber noch nicht so stark. Jetzt also möchte ich auf die möglichen Szenarien für ein soziales Europa eingehen und die stehen natürlich im Zusammenhang mit den Ambitionen, die wir haben, das soziale Europa stark zu verbessern. Allerdings wissen wir auch im Moment, gibt es verschiedene Diskussionen. Manche wollen mehr, manche wollen weniger. Ich rede da vor allem von den Mitgliedstaaten. Und die Kommission möchte deswegen die Diskussion anregen, verstärken und hat deswegen eine Reihe von Papieren vorgelegt. Ich glaube, ich bin hier zu schnell. So abgesehen vom Weißbuch über die Zukunft Europas, gibt es auch einige andere Reflexionspapiere und hier insbesondere möchte ich jetzt auf das Reflexionspapier über die soziale Dimension eingehen. Und zwar wird hier insbesondere der Zeitraum bis 2025 angedacht. Es wurde schon bereits gesagt, dass in der Erklärung von Rom vom 25. März dieses Jahres die Staats- und Regierungschefs der EU ihre Absicht bekräftigt haben, weiterhin eine große Wirtschaftsmacht mit einem beispiellosen Grad an sozialem Schutz und Wohlergehen zu bleiben und ihren Glauben in ein soziales Europa, welches den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt fördert, sowie den Zusammenhalt und die Konvergenz zu stärken. Das ist also für uns ein Hintergrund. Dennoch sehen wir eben, dass es verschiedene Überlegungen und Strömungen gibt. Und hier gibt eben die Kommission in diesem Papier drei Optionen zur Überlegung. Die erste Option besteht darin, die soziale Dimension der Freizügigkeit zu limitieren. Also im Rahmen dieser Option würden die Vorschriften der Union zur Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen, wie zum Beispiel die Vorschriften zur Sozialversicherungsansprüchen mobiler Bürger und die Anerkennung von Diplomen, zwar weiter existieren. Allerdings würde es dann keine Mindestvorschriften der EU beispielsweise zur Gesundheit und Sicherheit für Arbeitnehmer oder Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub geben. Europa würde dann auch nicht mehr den Austausch bewährter Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten fördern. Zum Beispiel gäbe es dann keinen Schutz für Mindestruhezeiten auf europäischer Ebene oder das Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung über ihre Rechte, individuell oder kollektiv, würde ebenfalls nicht mehr durch EU-Vorschriften gewährleistet. Die nationalen Arbeitsmärkte würden dann wieder auseinanderdriften und anstelle von Konvergenz käme es unserer Auffassung nach zu einer Gefahr des Divergierens von Arbeitsmarktbedingungen, Arbeitskosten und eventuell auch die Gefahr eines Wettlaufs um die niedrigsten Standards. Die zweite Option besteht darin, dass verschiedene Gruppen von Mitgliedstaaten beschließen könnten, im sozialen Bereich gemeinsam etwas zu tun, und zwar mehr. Das könnte beispielsweise die Länder sein, die den Euro als einheitliche Währung eingeführt haben, um die Widerstandsfähigkeit und die Stabilität des Euro-Raums zu stützen und um abrupte Anpassungen des Lebensstandards ihrer Bürger zu vermeiden. Für das Euro-Währungsgebiet könnte das bedeuten, wie im letzte Woche vorgestellten Reflexionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion vorgeschlagen, dass die Entwicklung von Mindestsozialstandards mit damit verbundenen Reformen und dem Zugang zu einer potenziellen makroökonomischen Stabilisierungsfunktion eng verbunden würden. Diese Option würde es ermöglichen, mit der sozialen Dimension Europas voranzugehen.
in einer Situation, wo es große Meinungsverschiedenheiten im europäischen politischen Panorama gibt. Jedoch muss man auch gestehen, dass in diesem Szenario die Unionsbürger und Arbeitnehmer aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten nicht in den Genuss der gleichen Rechte kommen und keinen Zugang zum gleichen Grad der finanziellen Unterstützung durch die EU haben würden, zum Beispiel zur Ausbildung und der Suche nach einer Beschäftigung im Falle der Arbeitslosigkeit. Und dann gibt es schließlich noch die dritte Option. Und hier kann die EU der 27 beschließen, gemeinsam die Vertiefung der sozialen Dimension Europas in Angriff zu nehmen. Aber auch in diesem Fall bleibt dann der Schwerpunkt bei den Maßnahmen, das muss man schon unterstreichen, im sozialen Bereich den nationalen, regionalen und lokalen Behörden vorbehalten. Aber die EU könnte dann für weitere Unterstützung der Maßnahmen bereitstehen und das volle Instrumentarium bereitstellen, um hier weiter voranzuschreiten. Dann wären Gesetze nicht nur Mindeststandards, sondern hier könnte es tatsächlich auch zu einer Vollharmonisierung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten EU kommen, auf gewissen Bereichen zumindest, im Hinblick auf eine größere Konvergenz im Sozialbereich. Zum Beispiel könnte man sich verbindliche Benchmarks für wichtige Parameter vorstellen, die zu einer wirksamen Beschäftigungspolitik und Sozialsystemen beitragen könnten. Oder man könnte auch andere Formen des gemeinsamen Handelns sich vorstellen, zum Beispiel die Arbeit der nationalen Aufsichtsbehörden könnten von europäischen Aufsichtsbeamten unterstützt werden. Aber auch hier bei dieser Option gibt es ein Risiko, und das ist, dass die Bürger sich vielleicht weiter weg von den Entscheidungsprozessen fühlen, denn alles wird ja dann gemeinsam, ich will nicht sagen in Brüssel, aber doch entschieden, und das könnte auch Probleme geben, zu einer Einigung zu kommen, dass man hier am selben Strang zieht. Für uns ist es jedenfalls wichtig, dass jetzt eine offene Debatte stattfindet, und insbesondere die Mitgliedstaaten sind da gefragt, aber eben auch die Sozialpartner, die Gesellschaft, um zu wissen, wo wir wirklich hingehen wollen. Was die Kommission am selben Tag vorgelegt hat, außer den Szenarien, war dann auch den Vorschlag zur europäischen Säule. Und darauf möchte ich jetzt auch noch kurz eingehen. Und zwar sollte ich voranstellen, dass selbst bevor die europäische Säule auf den Tisch gelegt wurde, gab es mehr als ein Jahr Konsultationen, breite Konsultationen, auch auf dem Internet und in verschiedenen Konferenzen. Außerdem gab es auch letztes Jahr schon gewisse Vorschläge, zum Beispiel für eine, wir haben ja schon gehört von einer, der Wichtigkeit einer überarbeiteten Entsenderrichtlinie, die wurde auch schon im März 2016 vorgeschlagen, im Juni wurde auch eine Agenda zur Entwicklung von Kompetenzen vorgestellt, aber jetzt zur Säule, hier haben wir 20 Prinzipien auf den Tisch gelegt, und hier geht es darum, einen Wettlauf nach oben zu unterstützen, statt einen Wettlauf nach unten mehr oder weniger geschehen zu lassen. Und hier sehen wir eine gemeinsame Verantwortung von den Mitgliedstaaten auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch von Parlament. Das Europäische Parlament spielt für uns eine wichtige Rolle. Deswegen wollen wir gemeinsam mit Mitgliedstaaten, Europäischem Parlament und Kommission zu einer Proklamation kommen, einer interinstitutionellen Erklärung, die die europäische Säule sozialer Rechte unterstützt. Sie sehen schon, es gibt da drei Blocks, und ein Block ist Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang. Der zweite ist faire Arbeitsbedingungen. Und der dritte, Sozialschutz und soziale Inklusion. Und auf diesen drei Gebieten wurden die Prinzipien entwickelt. Die Idee ist, dass es in manchen Bereichen zu
Gesetzesvorschlägen kommen wird, aber das Instrumentarium zur Unterstützung der Säule soll viel breiter sein. Es soll also hier auch um Möglichkeiten geben, im europäischen Semester die Säule voranzutreiben und auch durch andere, zum Beispiel finanzielle Instrumente. Was nun gleichzeitig mit der Säule auf den Tisch gelegt wurde, war nicht nur das soziale Reflexionspapier und die Säule selbst, aber auch daneben gab es noch einige Initiativen, ganz konkrete Initiative. Zunächst mal ein Legislativvorschlag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da geht es auch um konkrete Vorschläge zur Länge des Vaterschaftsurlaubs, der Elternzeit, dass auch da zum Beispiel 4 Monate nicht übertragbar sein sollen, um zu fördern, dass auch Männer sich stärker an der Familie beteiligen. Dann gibt es zweitens auch eine Mitteilung, die Arbeitszeitrichtlinie klarstellen soll, um die Umsetzung zu erleichtern. Und drittens gibt es dann 2 Konsultationen der Sozialpartner. Das eine ist zur Unterrichtung von Arbeitnehmern, um klarer zu stellen, was Arbeitnehmer zu erwarten haben, wenn sie eine Stelle antreten. Das andere geht um Zugang zum Sozialschutz. Hier ist es wichtig, nach unserer Meinung, dass in Zukunft auch die Leute, die sozusagen Selbstverdiener sind, einen besseren Zugang zu Sozialschutz haben können. Hier zeige ich nur mal kurz, wie der Zugang zum Sozialschutz unterschiedlich gestaltet ist, je nachdem, ob man befristet oder selbstständig oder unbefristet arbeitet. Da gibt es deutliche Unterschiede. Ich hatte schon angesprochen, dass es neben Gesetzesvorlagen auch, oder sagen wir mal, Sozialpartnerkonsultationen wären ja der Schritt vor einem Gesetzesvorschlag, auch im Rahmen des europäischen Semesters Bestrebungen gibt, die verschiedenen Themen, die in der Säule sind, schon jetzt anzusprechen und da Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, sich in die richtige soziale Richtung zu bewegen. Da habe ich jetzt hier nur kurz mal die länderspezifischen Empfehlungen von 2017, aber auch 2016, die Anzahl der länderspezifischen Empfehlungen, dargestellt. Und zwar wurden die ja von der Kommission am 22. Mai vorgestellt. Und ich kann sagen, in diesem Bereich sind eigentlich nahezu alle Empfehlungen der Kommission werden auch so weiter übernommen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Beschluss des Rates. Ohne jetzt das noch verlängern zu wollen, habe ich hier nur mal eine Übersicht über die verschiedenen Finanzinstrumente und Instrumente dargestellt, die wir zur Verfügung haben. Schon jetzt werden natürlich Beschäftigung, soziale Themen, Maßnahmen stark unterstützt. Und die Idee ist natürlich auch, wenn man sich einigt auf gewisse Maßnahmen, die unterstützungswürdig sind, auch im Rahmen der Säule, um höhere Standards zu erreichen, dass auch hier Instrumentarien in diese Richtung gelenkt werden können. Ein wichtiger Teil des Gelingens einer solchen sozialen Säule ist für uns auch der soziale Dialog. Das ist auch ein Grund, warum Sozialpartner sehr stark schon in die Konsultation eingebunden waren, bevor es zum Vorschlag kam. Das ist auch ein Grund, warum sie weiterhin stark mit den Sozialpartnern arbeiten und das auch natürlich auf nationaler Ebene befördern. Ich hatte schon angesprochen, dass wir eine gemeinsame Erklärung uns erhoffen und das Ziel ist, dass diese im November in Göteborg beschlossen wird. Jetzt komme ich zum Schluss, nur noch ein Slide. Und zwar ist es zunächst mal wichtig zu sagen, dass es unserer Auffassung nach keine einheitliche
One-Size-Fits-All-Lösung geben wird, dass wir zwar gemeinsame Herausforderungen haben und einen gemeinsamen Handlungsbedarf, aber wir erkennen auch an, dass jedes Land seine spezielle Situation hat und auch von verschiedenen, sagen wir mal, Startpositionen ausgeht. Das muss auf jeden Fall mit eingebaut werden. Gleichzeitig haben wir ein gemeinsames Interesse, eine widerstandsfähige und ein soziales Europa zu bauen. Und deswegen finden wir es wichtig, zusammenzuarbeiten. Ein anderer Punkt ist, dass es ohne solides und nachhaltiges Wachstum unserer Auffassung nach sehr schwer wird. Wir sind schon der Auffassung, dass es wichtig ist, nachhaltige Finanzen zu haben, öffentliche Finanzen zu haben, und dass deswegen Wachstum eine Rolle steht, ohne dass wir das alles jetzt zum Beispiel der Fiskalpolitik aufbürden könnten. Aber ein Wachstum allein ist eben nicht genug, das haben wir ja auch gesehen nach der Krise, auch da, als das Wachstum wieder ansprang, auch als die Arbeitslosenquote zurückging. Es ist nicht garantiert, wir müssen engagiert sein, gerade auf der sozialen Seite. Und ich glaube auch, was wir schon in den letzten Jahren im europäischen Semester gezeigt haben, geht in diese Richtung, mehr Betonung auf Inklusion, mehr Betonung auf das Soziale und eben dieses Reflexionspapier auf der einen Seite und die soziale Säule auf der anderen sollen den Anstoß geben, in diese Richtung weiterzugehen. Und letztlich, wie gesagt, ist es unserer Auffassung wichtig, dass die Mitgliedstaaten hier eine Schlüsselrolle spielen, zusammen mit den sozialen Partnern. Wir von unserer Seite tun, was wir können auf der europäischen Ebene, aber wir können es eben nicht allein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kaufmann, für diese Präsentation der Pläne und Ideen der Europäischen Kommission zum Thema Soziales und Sozialpolitik. Ich darf jetzt in der Zwischenzeit auch den Herrn Bundesminister Alois Stöger sehr herzlich begrüßen, der vorhin gerade angekommen ist. Schönen guten Tag. Wir kommen jetzt zur Keynote Nummer zwei, aber natürlich nicht inhaltlich gemeint. Die Frau Abgeordnete Evelyn Regner wird sozusagen wahrscheinlich ein bisschen darauf eingehen, was die Barbara Kaufmann von Kommissionsseite gesagt hat und eine politische Einschätzung uns geben. Bitte, Evelyn. Wunderbar. Also einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Die gute Nachricht, jetzt bei den Wahlen in UK haben sich die jungen Menschen ordentlich eingebracht, die haben sich beteiligt und das ist sehr wichtig, das ist ein wichtiges demokratisches Zeichen, wie die Gestaltung der Zukunft ist, das ist den Jungen nicht wurscht und sie gehen auch zur Wahl, halte ich für sehr, sehr wichtig und das sollten wir jetzt gerade bei diesem Thema mit an Bord nehmen, denn Europa wird sozial sein oder es wird nicht sein. Die soziale Frage ist sehr wohl eine Überlebensfrage des Konstrukts der Europäischen Union an sich. Das hat schon Bismarck im 19. Jahrhundert für Deutschland erkannt und natürlich die europäische Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, der Wohlfahrtsstaat, die soziale Marktwirtschaft, sind nicht nur Schlagwörter, sondern essentielle, grundlegende Bestandteile zur Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft. Und daher ist es auch ein Pfeiler, eine Grundaufgabe der Europäischen Union. Meine zweite Vorbemerkung, United in Diversity, ja, das ist die Europäische Union und auf das sind wir irrsinnig stolz. Und jetzt müssen wir allerdings einmal nachschauen, was bedeutet das. Sie haben jetzt alle den Vortrag von Frau Kaufmann gehört und Sie haben gesehen, na, das ist aber eine ganz schöne Aufgabe für die Europäische Kommission, stellen Sie sich vor, eine Kutsche mit zwei Pferden, wenn die vorangaloppieren, dann geht was voran. Wenn die Pferde in unterschiedliche Richtungen laufen wollen, dann kommt man gar nicht vom Fleck. Und wenn die Pferde, das eine Pferd so und das andere so zieht, dann kommen sie vielleicht vom Fleck, aber sehr, sehr zäh. Und daher auch
teilweise etwas für uns fast schwierig verstehende Herumgeschwurbel, nämlich welche Instrumente, welche Mittel, welche Maßnahmen es dann braucht, um voranzukommen. Es könnte ja eigentlich viel einfacher sein. Und wir müssen alle vor Augen haben, und das ist ein Faktum, Mitgliedstaaten stellen es sich unterschiedlich vor, wie die sozialen Errungenschaften ausschauen sollen. Die stellen sich teilweise komplett unterschiedliches vor, und so schaut dann die Europäische Union als solches aus, nämlich wir bewegen uns kaum vom Fleck oder manchmal geht es ein bisschen voran, dann wieder ein wenig zurück, und das ist natürlich absolut nicht zufriedenstellend. Das ist das grundlegende Problem, vor dem wir jetzt stehen, und wir die Dinge angehen sollen, wenn es um Soziales geht, nämlich dass die soziale Konvergenz riesengroß ist. Die Unterschiede, die sind teilweise größer geworden, und genau darum geht es jetzt hier anzusetzen. Nämlich auch jene Länder, die versuchen immer wieder über sogenannte Wettbewerbsfähigkeit, über niedrigere Löhne, über niedrigere Standards im Sozialen quasi irgendwie aufholen zu können, an Bord zu nehmen. Nämlich, dass es für Menschen in allen europäischen Ländern darum geht, dass es ihnen besser geht. Und dass es eben das richtige Mittel und Instrument ist, über Mindeststandards und über ein konkretes soziales Fundament anzusetzen. Zu den Rahmenbedingungen. Ich denke mir, das ist ganz wichtig, die vorweg nämlich ebenfalls noch mitzunehmen, wenn es ums ganz Konkrete geht. Die Rahmenbedingungen nach außen. Wir müssen also Geopolitik ebenfalls mit an Bord nehmen, wenn es jetzt darum geht, unser soziales Fundament zu definieren und anzupacken. China verdoppelt alle 8 Jahre seine Wirtschaftsleistung und überschwemmt die europäischen Märkte mit Billigprodukten. Wir wissen das. Ich führe jetzt nur als Beispiel eben an, dass langfristig Hunderttausende Arbeitsplätze in der Europäischen Union durchaus gefährdet sein können, wenn es eben nicht gelingt, dieses Lohnproblem, dieses Dumpingproblem, Stichwort Stahlsektor, in den Griff zu bekommen. Also China müssen wir vor Augen haben, aber nicht nur China, sondern das gilt auch für Indien. Und natürlich auch möchte ich den Nahen Osten und außenpolitische, geopolitische Herausforderungen erwähnen, denn Europa kann nicht so tun, wie wenn es ein Hort von Wohlstand und Wirtschaftsleistung, die wir alle pushen möchten, ist. Wir müssen natürlich darauf schauen, wie schaut es rundum aus. Wir sind von sehr vielen Ländern, die gar nicht so weit weg sind, umgeben, in denen Krieg geführt wird. Und das muss man alles auch bei diesem Thema ebenfalls mit einpreisen. Nach innen, die Europäische Union hat sich, und Frau Kaufmann hat das erwähnt, zum reichsten Kontinent der Welt entwickelt. Aber was heißt das Reichtum? Die europäische Integration hat zweifellos zu Wirtschaftswachstum, Stabilität und Frieden geführt. Wir kennen die Freiheiten, die es gibt, die wir alle nicht missen möchten, die natürlich jetzt wieder Schritt für Schritt aufgrund der Herausforderungen, die ich genannt habe, in Frage gestellt werden und an denen geknappert wird. Aber die Situation ist eben jene, wir sind der reichste Kontinent, wir haben hervorragende soziale und Wirtschaftsleistungen anzubieten, wir können stolz sein, so innovativ zu sein, also da brauchen wir auch nicht immer uns irgendwie so krankreden, unsere Situation krankreden in Europa. Das allerdings natürlich in dem Kontext der riesengroßen sozialen und Verwerfungen, die es gibt. Beispielsweise Griechenland wird immer angeführt, aber die es natürlich auch in sehr vielen südosteuropäischen Ländern, in osteuropäischen Ländern gibt und natürlich auch hier in den sogenannten reichen Ländern. Das heißt, diese Rahmenbedingungen inklusive natürlich Trump und einem Konzept der Vereinigten Staaten, die jetzt natürlich Europa ganz anders behandeln und angehen, müssen wir im Hintergrund haben. Der große Elefant im Raum ist allerdings nicht nur Trump, sondern das ist die Tatsache, dass es eine deutliche Trennung der Gewinner und der Verlierer der Globalisierung gibt. Und das ist jetzt die Herausforderung für unsere Gestaltung der sozialen Säule oder noch besser des sozialen Fundaments.
Der Ökonom Branko Milanović, der, wie ich gehört habe, vor nicht allzu langer Zeit auch in der Arbeiterkammer Gast war, hat mit der bekannten Grafik des Elefanten einiges aufgezeigt. Also, wenn wir uns den Rüssel vorstellen, dieses Elefanten, ist ersichtlich, dass es natürlich Verlierer und Gewinner, Gewinnerinnen der Globalisierung gibt. Es gibt gerade in den Industrieländern, bei der unteren Mittelschicht sehr viele Verlierer zu beklagen. Wir kennen natürlich alle die Ergebnisse. Wir wissen, wie die Demokratien sich in den letzten Jahren entwickelt haben, in den USA, in Europa. Dvora Stein hat den Populismus, die Demagogie erwähnt, die dementsprechend dann natürlich es einfacher hat. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer dieser Globalisierung. Es ist wunderschön zu sehen, dass es in Asien in einigen Schichten höhere Mittelschicht, Oberschicht bergauf geht. Wunderbar. Allerdings, wenn wir uns die Gesellschaft als solche anschauen, ist es nicht nur rechtens zu sagen, dass Europa der reichste Kontinent ist, das ist wunderbar, sondern wir müssen uns natürlich auch anschauen, wie ist dieser Reichtum in auch den reicheren westlichen Industrieländern letztlich verteilt. Und das ist die große Herausforderung und daher gilt es mehr oder weniger vor der Herausforderung Ost-West, Süd-Nord, aber auch innerhalb der Gesellschaften diese soziale Säule, dieses soziale Fundament besser noch voranzutreiben. Wir haben in der Europäischen Union viele, viele Jahre, und das gilt natürlich auch für die nationale Politik, die Politik des Kompromisses gepflegt und versuchen nach wie vor über Verhandlungen sehr viel voranzutreiben. Es wird schwieriger, Menschen davon zu überzeugen, mehr oder weniger einen Kompromiss mitzutragen, der oftmals als lauer Kompromiss empfunden wird und nicht als goldener Mittelweg. Es ist darauf zurückzuführen, dass eben dieses soziale Fundament nicht ausreicht. Nun zu den Szenarien, zum eigentlichen Thema. Frau Kaufmann hat die Szenarien der Kommission vorgestellt, verkürzt, also es geht darum, weiter wie bisher oder möchten wir weniger? Möchten wir weniger wovon? Wollen wir eine reine Freihandelszone oder möchten wir beispielsweise Freihandelszone mit mehr Verteidigung, Sicherheitspolitik kombinieren, so wie das teilweise in der politischen Landschaft, vor allem bei jenen, die die Liberalisierung vorantreiben, gepflegt? Oder möchten wir mehr Europa an sich in allen Bereichen oder möchten wir mehr in bestimmten Bereichen und da unter Umständen eben auch es vorantreiben, dass einige vorangehen? Also es sind verschiedene Optionen offen, die jetzt den Mitgliedsländern präsentiert worden sind. Ganz wichtig ist es, und auch hier hat Dvora Stein einiges eingangs schon erwähnt, dass es gilt, sehr wohl Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir auch wirklich dieses soziale Fundament aufbauen können. Beim Beitritt zur Europäischen Union ist ein Wohlstandsversprechen in den Raum gestellt worden. Und dieses Wohlstandsversprechen spüren die Menschen, das ist nur teilweise eingelöst worden und teilweise nicht eingelöst worden. Da ist etwas faul. An dem gilt es anzusetzen und da ist einiges am Konstrukt der Europäischen Union an sich zu korrigieren. Nicht nur bei dem sozialen Fundament an sich, Soziales, und so sagt ja schon bereits der Vertrag von Lissabon, ist über eine horizontale Sozialklausel überall zu berücksichtigen. Bei der Energiepolitik ist das zu berücksichtigen, bei allen Liberalisierungspaketen, beim Mobilitätspaket, das die Kommission jetzt vorgeschlagen hat zum Gesellschaftsrecht, wo es letztlich darum geht, Briefkastenfirmen letztlich zu bekämpfen. Bei all den Politiken, die die Europäische Kommission auf den Tisch legt, ist diese soziale Horizontalklausel anzuwenden und hat einzufließen. Und das passiert schlichtweg nicht. Und warum passiert es nicht? Es passiert deshalb nicht, weil das Konzept derzeit, und das ist natürlich auch einer der Vorschläge der Szenarien, die jetzt auf dem Tisch liegen, besagen, wir haben die vier Freiheiten und dementsprechend können eben Dienstleistungen und Arbeitskraft erbracht werden, zusätzlich zum Austausch von Waren und von Finanzdienstleistungen. Aber wenn es jetzt darum geht, die Leistungen zu erbringen, dann wenden wir, und im Endeffekt kommt es immer wieder darauf hinaus, die Prinzipien des Landes an, aus dem diese Leistungen erbracht werden. Das fließt in den Dienstleistungspass ein,
Das ist auch jetzt bei allen anderen sozialen Themen, bei der Entsenderichtlinie, an der gearbeitet wird, immer wieder am Tisch. Wenn es allerdings darum geht, Regeln zu setzen, die das kontrollieren, wenn es um die Durchsetzung geht, dann sind meistens den Gerichten, aber schon vorher den Kontrollbehörden die Hände gebunden. Wir haben natürlich einige Verbesserungen erzielt, aber im Großen und Ganzen, und das ist ersichtlich im Steuerbereich, das ist ersichtlich im Sozialbereich, bedeutet das, dass hier eine Konkurrenz der derzeit noch 28, bald 27 Systeme stattfindet. Also wir haben es nach wie vor zu tun mit einem System in der Europäischen Union, in dem Leistungen im Großen und Ganzen erbracht werden können, überall in Europa. Aber wenn es darum dann geht, quasi zu schauen, stimmt da was? Ist das ordentlich erfüllt worden? Ja oder nein? Dann ist es meistens jeweils jenes Land, jener Gerichtsstand, jene Kontrollbehörde, wurscht jetzt, ob das Finanzen sind oder Arbeitsmarkt, die eben in jenem Land sind, wo die Dienstleistungserbringer herkommen oder wo die Arbeitnehmer herkommen. Und das muss eine der grundlegenden Änderungen sein, dass diese Übereinstimmung wiederhergestellt wird, weil sonst kann man wirklich sagen, dass die Handlungsspielräume verloren gehen. Also im 10. Jahr der Krise gilt es, dieses Wohlstandsversprechen einzulösen und eben auch das Thema Vollbeschäftigung. Ziel der Vollbeschäftigung als ein Ziel der Europäischen Union wieder in den Blickpunkt zu rücken. Bei den Maßnahmen, die nun vorgelegt worden sind, möchte ich insbesondere auf einen Bericht des Europäischen Parlaments verweisen, der die soziale Säule, ich sage lieber soziales Fundament, weil soziale Säule, das klingt immer so, okay, da haben wir jetzt ein Säulchen mehr, in den Blickpunkt rücken. Das Europäische Parlament ist wesentlich anspruchsvoller als das, was jetzt die Optionen der Kommission betrifft. Wir halten es für ganz wichtig, dass angemessene und menschenwürdige Arbeitsbedingungen für alle arbeitenden Menschen in der Europäischen Union gelten sollen. Ein Mindeststandard eben an menschenwürdigen Arbeitsbedingungen. Dazu gehört ein Verbot von Nullstundenverträgen. Dazu gehören Mindeststandards zu neuen, prekären und digitalen Arbeitsverhältnissen. Das sind grundlegende Mindeststandards. Wir nehmen natürlich darauf Bezug, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Standards sind. Also das heißt jetzt nicht, dass wir mehr oder weniger das Blaue vom Himmel herunter uns herunter wünschen, sondern es geht um ganz grundlegende Standards, denn derzeit findet, so wie ich das dargestellt habe, zweifellos dieser Wettlauf nach unten statt. Er ist Teil der Europäischen Union an sich. Angemessene Mindesteinkommenssysteme in allen EU-Mitgliedstaaten. Auch das ist notwendig. Es gibt Länder, in denen es gesetzliche Mindestlöhne gibt. Es gibt Länder, in denen über die Kollektivvertragspartner, die Autonomie der Sozialpartner, entsprechende Mindeststandards gesetzt werden können. Also die Tarifautonomie ist als ein unglaublich, also ist ein Grundrecht, das ist ein unglaublich hohes Gut zu schätzen. Es gibt allerdings viele Länder, in denen Sozialpartner nicht nur mit der Lupe zu suchen sind, sondern Regierungen, und ich denke da jetzt beispielsweise speziell an Ungarn, ihr äußerst Mögliches tun, um diese auszuschalten. Auch das findet in der Europäischen Union statt, und diese Mindeststandards zu setzen, ist, so es im Augenblick aussieht, absolut notwendig geworden. Und hier sind auch die Tarifpartner gefordert, über Kollektivvertragskoordinierung intensiver miteinander nicht nur zu kommunizieren, sondern mehr oder weniger ihres beizutragen, was die Produktivitätskriterien beispielsweise betrifft. Ein ganz wichtiges Element, das ist eine Kindergarantie. Eine Kindergarantie soll zum Inhalt haben, dass jedes Kind in Europa Zugang zu kostenloser Gesundheitsversorgung, Bildung, Betreuung, menschenwürdiger Unterkunft und angemessener Ernährung hat.
Es klingt ein bisschen absurd, wenn ich solche Dinge vorschlage, weil diese Mindeststandards sollten eigentlich in allen europäischen Ländern dieses reichen Europas existieren. Sie tun es aber nicht und werden immer wieder eben als Wettbewerbsvorteil von jenen, die eben meinen, sie investieren diesbezüglich nicht, angeführt. Und dementsprechend hat das Europäische Parlament sich dazu bekannt, und das sind jetzt nicht nur kleine linke Mehrheiten oder besonders arbeitnehmerfreundliche, dass diese Forderungen einfließen müssen in die Vorschläge der Kommission und dass auch die Mitgliedstaaten dies als absolute Mindeststandards an Bord nehmen müssen. Schließlich, wir haben noch eine weitere Latte aufgenommen. Ich möchte nicht all diese Forderungen anführen. Vielleicht noch die Kompetenzgarantie, denn das Thema Bildung ist zwar ein nationales Thema, nationale Kompetenz, aber zweifellos ein Thema, das ebenfalls eine Mindeststandard erfordert, damit Europa sehr wohl auch wettbewerbsfähig ist, innovativ ist, Themen weiter pusht, um den Reichtum behalten zu können. Zusammenfassend nur so viel, dieses Fundament ist absolut erforderlich und die Kommission ist gefordert, hier wesentlich mehr Schritte zu setzen, als sie es bisher getan hat. Eine Richtlinie vorzuschlagen zur besseren Work-Life-Balance ist absolut notwendig, aber ersetzt nicht dieses Fundament, das wir brauchen. Und gerade das Europäische Parlament wird das noch wesentlich stärker einfordern. Und für die Zukunft gilt, gerade jetzt auch vor den ganzen nationalen Wahlherausforderungen, dass diejenigen nicht den Menschen irgendwas anbieten können, die sagen Steuern runter, sondern diejenigen, die dieses soziale Fundament einfordern und auch konkrete Vorschläge dazu einbringen und dementsprechend dieses Thema in der Europäischen Union pushen und nicht nur die quasi bessere Freihandelszone, in denen man da mehr oder weniger nur in ganz geringen Bereichen letztlich etwas weiterbringt. Dankeschön. Dankeschön, Evelyn Regner. Das waren jetzt zwei wirklich sehr, sehr interessante Bögen, die hier gespannt wurden über Europa im sozialen Bereich. Ich darf Sie jetzt einladen, bei der Podiumsdiskussion auch durchaus selbst sich mit Fragen zu beteiligen und möchte aus diesem Grund auch die Diskutanten hier aufs Podium bitten. Ich bitte darum, dass der Evelyn Regner, bitte bleibt gleich da. Die Frau Kaufmann, die uns auch am Podium die Ehre gibt, kommt wieder auf. Der Herr Bundesminister Stöger, bitte sehr. Und der Herr Professor Karl Eiginger, der ebenfalls schon begrüßt wurde und der als sozusagen als bekannter Querdenker auch einigen interessanten Input geben wird bei der Diskussion. Eine kurze, die Dora Stein hat es eh schon gesagt, es müssen der Herr Bundesminister Stöger und die Frau Abgeordnete Regner müssen um 12 Uhr gehen, also etwas früher, und wir werden daher jetzt schon mit sozusagen ins Team aufnehmen den Oliver Röpke, der den ÖGB auch im Europäischen Gewerkschaftsbund vertritt. Auch dem Oliver Röpke ein Danke für seine Teilnahme an der Diskussion. Ich würde gern die Diskussion starten, allerdings mit einer aktuellen Frage. Es wurde schon kurz gesagt,
der Wahlausgang im Vereinigten Königreich war ja doch einigermaßen erstaunlich. Es gibt ein Hung Parliament, es gibt keine Mehrheit der Tories mehr. Der Wahlausgang wird auf den sozialen Medien derzeit mit dem internationalen Notruf Mayday kommentiert. Und würde mich interessieren, sozusagen, wie hier diese Profis, die wir hier haben, einschätzen, wie es da jetzt weitergeht, sowohl bei den Brexit-Verhandlungen als auch bei anderen europapolitischen Themen. Die EU-Kommission hat bereits gesagt, die EU-Kommission ist natürlich zu strikter Äquidistanz verpflichtet und tut das ununterbrochen. Und die EU-Kommission hat in einer ersten Reaktion gemeint, es ist jetzt nicht mehr sicher, ob am 19. Juni die Brexit-Talks tatsächlich beginnen werden können. Beginnen wir vielleicht mit dem Herrn Bundesminister. Bitte. Ja, danke. Einen schönen Vormittag von meiner Seite. Danke. Danke, dass Sie dieses Thema Europa so in den Vordergrund stellen. Und gerade die Diskussion um den Brexit zeigt ja, wie Europa gefährdet ist. Mir hat der Satz von Evelyn Regner so gut gefallen. Europa wird sozial sein oder Europa wird nicht sein. Und gerade die Auseinandersetzung um den Brexit und dieses Zaudern, diese Politik der Tories, einerseits das aufzumachen, in eine Abstimmung zu gehen, keine Meinung zu haben und dann die Abstimmung zu verlieren, das freut mich richtig. Dass die Menschen diese Politik nicht gestärkt haben. Das ist ein Erfolg für Europa. Die Menschen lassen sich nicht an der Nase herumführen und das stärkt eigentlich Europa, weil wenn die Tories mit dieser, aus meiner Sicht, völlig isolierenden Politik, das Europa zu zerstören, durchgekommen wären, dann hat das auf ganz Europa eine Auswirkung und ich bin richtig froh. Ich bin richtig froh, dass sich die Menschen in Großbritannien das nicht gefallen haben lassen. Danke. Naja, ich hätte natürlich noch gern noch ein tolleres Wahlergebnis gehabt, aber man muss auch ein bisschen realistisch sein. Was ersichtlich ist, dass die Menschen langsam aufwachen. Viele Menschen haben wirklich nicht gewusst, als es zur Brexit-Abstimmung gekommen ist, was das für Konsequenzen haben kann. Um ehrlich zu sein, lernen wir auch, selbst im Europäischen Parlament, jeden Tag dazu, was für unglaubliche Konsequenzen das für die Menschen im täglichen Leben mit sich bringt. Wirtschaftliche Szenarien sind eins. Ja, welche Unternehmen abwandern, was das jetzt bedeutet im Verhältnis UK zu Europa, zur Welt. Aber Menschen haben nicht gewusst, wie sehr das in ihr tägliches Leben eingreift. Wenn nicht mehr gesichert ist, ich komme mit ganz einfachen Dingen aus dem Zivilrecht, mit Untergeldzahlungen, um ganz alltägliche Dinge, komme auf ganz alltägliche Dinge zu sprechen. Sie merken das jetzt Schritt für Schritt. Was bedeutet das jetzt, wenn ein Unternehmen vielleicht sich überlegt, den Sitz zu verlegen? Aber was bedeutet es auch, wenn es nicht mehr gesichert ist, dass das Kind auf diese oder jene Uni geht? Weil natürlich Kooperationen mit der Europäischen Union bestehen. Das heißt, sie kommen jetzt langsam drauf, dass mehr oder weniger es nicht so ist wie bei einem Fußballmatch, dass dann halt irgendwie ein Spieler vom Feld geht, sondern sie merken, dass sie ein wirklich Teil Europas sind und dass das große Konsequenzen hat. Und jetzt vom Politischen her möchte ich nur so viel sagen, es gibt immer wiederum diejenigen, die träumen, nicht nur im Europäischen Parlament, sondern auch wenn man mit ihnen spricht, ob es nicht irgendwie doch noch möglich ist, den Brexit rückgängig zu machen und dass Verhandlungen geführt werden, die zweifellos geführt werden müssen, weil
die Daten laufen. Also ich meine, das Recht kann man nicht ändern, das ist so. Aber die darauf hinarbeiten, dass es zu einer Abstimmung kommt über dieses Verhandlungsergebnis der Brexit-Verhandlungen und dass dann darüber quasi nochmals der Brexit rückgängig gemacht werden kann. So, das ist allerdings jetzt einmal Tag 1 nach den Wahlen. Jetzt brauchen die erst einmal eine Regierung und jetzt muss man schauen, wie das alles weitergeht. Aber es zeigt auf alle Fälle, dass sowas wie der Brexit unglaubliche, also die Stabilität unglaublich gefährdet und dass sozusagen auch Menschen, die von der EU eigentlich gar nichts wollen, eigentlich viel mehr mit ihr verflochten sind und dass das auch sehr, sehr viel bringt und insofern ist eigentlich das Wahlergebnis ein durchaus überraschend erfreuliches. Danke. Herr Eginger. Die Frau Steinert, war Steinert schon gesagt, dass ich etwas ganz geschwind zu ihr gesagt habe in der Diskussion vorher, dass sie das aber nicht wiederholt. Das waren die Worte. Das geschieht ihr Recht. Eine Populistin der gehobenen Stufe, also es ist nicht auf eine Stufe zu setzen mit Le Pen und mit Orban, aber der gehobenen Stufe hat hier mit einem Nichtprogramm, das sie eigentlich nicht wollte, aber dann akzeptiert hat und sich an die Spitze gestellt hat, versucht also eine Wahl zu gewinnen und die völlige Freiheit zu haben, also zu machen, was sie will, auch innenpolitisch. Das ist nicht gelungen. Und für mich ist das ein Teil einer Entwicklung, den wir in den letzten Monaten in Europa sehen. Es hat sich die Stimmung total geändert. Wir haben ja eine monatliche Liste der Europapublikationen im Querdenkerforum, wo wir sagen, was wäre schön zu lesen. Der nächste Brief, der da entsteht, am Montag erscheint, fasst alle Artikel zusammen, die zu diesem Thema in den letzten Wochen erschienen sind. Und alle stellen fest, in Europa hat sich etwas geändert. Das ist von den Wahlen von Niederlande bis Frankreich beginnend. Das sind Jugendorganisationen, die überall aufstehen und sich beginnen einzubringen und auch für die höhere Wahlbeteiligung gesorgt haben. Wir merken es auch bei uns. Also wir haben schon 3 Jugendorganisationen, die mit uns zusammen Europa verbessern wollen. Es hat sich ja entscheidend das geändert. Aber wir sollen auch nicht zu früh triumphieren. Es ist nicht vorbei. Wenn wir dieses Europa nicht verbessern, hilft das alles nichts. Dann war das eine kleine Zwischenphase, wo also der Populismus verloren hat, aber Europa nicht auf diese Art gerettet wird. Es entscheidet jetzt die Politik Europas, die Strategiediskussion, die wir hier führen, die Juncker eingeleitet hat in Brüssel. Und es ist viel zu verändern. Wenn das Europa weiter so ist wie jetzt, dann funktioniert es auch nicht. Dann kommt die nächste Katastrophe und dann war das ein Zeitfenster. Dann werden wir einmal 2025 sagen, na ja, eigentlich im Jahr 2017 hat es einmal ausgeschaut, als ob es Veränderungen gäbe. Und daran müssen wir arbeiten. Damit können wir auch heute in der Diskussion beginnen. Also was da anders ist und was auch in der Sozialpolitik anders sein muss. Und dann, wenn wir dieses Europa verbessern, dann bin ich sicher, dass wir 2019 eine neue Abstimmung bekommen und Großbritannien nicht austreten wird. Dankeschön. Sie haben ja schon bereits gesagt, dass, was den Zeitpunkt angeht, die Kommission sich schon geäußert hat. Ich glaube, es ist auch etwas schwierig zu spekulieren, was alles eine Rolle gespielt hat, wenn man bedenkt, dass da schon einige Themen auf dem Tisch lagen, Brexit, aber auch die Sicherheit, die nationale Sicherheit und eben auch das Soziale. Das war schon etwas, ein Paket von Überlegungen, die alle eine Rolle gespielt haben. Und es ist schon sehr wichtig, das dann im Einzelnen zu analysieren. Was ich auf jeden Fall wichtig finde und was auch schon gesagt wurde, ist, dass es da wohl eine stärkere Beteiligung der Leute gibt, auch gerade der Jungen, und es ist in der Tat etwas, was man auch schon in anderen Ländern in letzter Zeit gesehen hat. Ich kann auch sagen, persönlich meine 3 Kinder, die auch Niederländer sind, gerade erst 18 geworden, beziehungsweise 2022, die wollten alle zur Wahl und das kam nach der Abstimmung in UK, wo sie gesagt haben, ja, es ist wichtig, dass wir alle uns beteiligen. Und ich würde sagen, das ist auf der einen Seite wichtig, was Europa angeht, aber auch auf der anderen Seite wichtig, weil, wie gesagt, es gibt schon auch auf dem sozialen Bereich eine gewisse
Gefahr, dass die Jungen den Kürzeren ziehen auf dem Arbeitsmarkt, was die Sozialversicherungssysteme angeht, vielleicht sogar Zugang zu Krediten, Häusern. Und von daher ist es auf jeden Fall meiner Ansicht nach auch wichtig, dass gerade die Jungen sich auch manifestieren und beteiligen und nicht Europa oder das soziale Europa einfach so als gegeben ansehen, sondern da ist etwas, wofür man sich engagieren muss. Ja. Ja, schönen guten Morgen oder guten Tag. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich würde gerne mit etwas beginnen, mit dem man eigentlich nicht beginnen sollte, weil es nicht besonders sexy ist, und zwar aus dem EU-Vertrag zitieren. Aus dem EU-Vertrag, der ja ganz klar festlegt, welches Ziel diese EU auch verfolgen sollte. Und da steht ganz klar drin, die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen steht ganz oben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wenn man sich es genau anschaut, sogar recht überraschend, ein Bekenntnis zu klarer Konvergenz, ja, weil es steht drin, die EU strebt eine Angleichung dieser Lebens- und Arbeitsbedingungen an, nach oben. Etwas, was wir heute kaum mehr überhaupt zu sagen trauen. Wir sind ja schon zufrieden, wenn es sich nur annähern würde. Und in Wirklichkeit haben wir ja genau die gegenteilige Entwicklung in den letzten Jahren gehabt, zwischen vielen Mitgliedstaaten. Wir haben die Spaltung zwischen Nord und Süd, wir haben die Spaltung zwischen Ost und West. Und seit der Finanzkrise hat sich dieser Konvergenzprozess ja umgedreht und die Spaltung geht auseinander. Ja, wir haben also unterschiedliche Armutsquoten, die Lohnscheren gehen auseinander. Also all diese Dinge. Warum sage ich das hier? Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass Großbritannien mitverantwortlich ist für diese Entwicklung. Nicht allein verantwortlich, aber mitverantwortlich ist. Wenn ich mir anschaue, wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Tories, ich meine, es gab auch mal New Labour, da muss ich sagen, das war auch vielleicht nicht die goldenste Periode, aber es ist richtig, das waren natürlich hauptsächlich die Konservativen in Großbritannien, die über Jahrzehnte immer wieder versucht haben, ein Keil hineinzutreiben, wenn es darum ging, auch ein sozialeres Europa voranzubringen, wenn es darum ging, gemeinsame soziale Mindeststandards nach vorne zu bringen, eben genau das zu verwirklichen, was im EU-Vertrag eigentlich vorgesehen ist. Ja, und die Briten haben das immer wieder behindert. Und man muss sagen, sie haben natürlich das nicht alleine gemacht, sondern haben Verbündete gehabt, teilweise auch, war meine Beobachtung, in Ost- und Mitteleuropa. Und insofern muss ich sagen, obwohl ich selber die Brexit-Abstimmung bedauert habe, weil wir auch mit unseren britischen Kolleginnen und Kollegen natürlich in Kontakt sind und für die heißt das nichts Gutes, das sage ich gleich dazu, dennoch glaube ich, dass man dieses Brexit-Votum dann auch als Chance auffassen sollte, als Chance für einen Neustart. Wir haben ja, ich konnte leider vorhin die Diskussion nicht miterleben, die Vorträge, aber wir haben ja Vorschläge der EU-Kommission, in welche Richtung sich ein sozialeres Europa entwickeln könnte. Und ich glaube, dass einige der Alternativen, nämlich gerade die Frage, vielleicht auch, dass Staaten vorangehen sollten, die eben ein sozialeres Europa wollen, dass so manche Alternative leichter zu bewerkstelligen ist ohne die Briten. Insofern sage ich, wenn sich dann nochmal etwas ändert und am Ende vielleicht doch ein Rückzieher gemacht wird von den Briten, sehr gerne. Aber ich glaube, dann bitte nicht wieder zurück an den Staat, nicht zurück an das, was wir hatten, sondern dann muss sich Großbritannien auch klar zu den Werten bekennen und auch zu einem sozialen Fortschritt bekennen, dann sehr gerne. Ansonsten, sage ich ganz offen, bin ich eher dafür, dass sich die Staaten zusammentun, die wirklich auf dem Weg zu einem sozialen Europa sind. Danke, Oliver Röpke. Das war eine ganz, ganz hervorragende Überleitung schon sozusagen zu unserem eigentlichen Thema, nämlich über die Entwicklung Europas auch im sozialen Bereich. Ich möchte gern beginnen sozusagen mit einer Frage eigentlich an alle, aber vor allem an Sie, Herr Bundesminister. Die Frau Kaufmann hat vorher in ihrer Präsentation auch gesagt, das ist der Ding sozusagen bei der, also Sie nennen es jetzt Säule und zumindest das Fundament, nicht? Das hat ein bisschen resignierend geklungen, dann am Schluss, das ist sozusagen der Satz, aber die meisten dieser Instrumente, also der sozialen Instrumente, befinden sich halt in Händen der Mitgliedsländer.
ja, und eben nicht auf europäischer Ebene. Du hast jetzt gerade gesagt, hast Mittel- und Osteuropa auch ins Spiel gebracht. Bei diesen drei Szenarien, bei der Koalition der Willigen oder auch bei einer generellen Vertiefung, ist ja immer die Frage sozusagen, das Ding, also auch an Sie als Mitglied des Rates dann, wie kriegt man sozusagen die Mitgliedstaaten tatsächlich an Bord? Also, wenn man ein bisschen in der Sprache aufpasst und wenn man sich die Geschichte der Europäischen Union ansieht, dann habe ich eine ganz klare Position. Die Europäische Union ist gegründet worden aus den drei Gemeinschaften für Kohle und Stahl, der Atomgemeinschaft und der Wirtschaftsgemeinschaft. Und diese drei Gemeinschaften gemeinsam, vor allem die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, hat nach dem Niedergang der Aufklärung in Europa, nämlich nach der Herrschaft der Nazis, die vor die Aufklärung zurückgegangen sind in ihrem Denkmodell, gesagt, wir brauchen ein Europa, das wirtschaftlich und sozial die Menschen mitnimmt. Und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist die Grundlage für Europa. Und dort war es nicht eine Säule, sondern dort war es ein Fundament, nämlich den Ausgleich der Menschen in ihren Arbeits-, in ihren Lebensbedingungen und ihrer wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeit. Und ich sage noch einen Satz dazu, auch in ihrer Freiheitsmöglichkeit, in der Möglichkeit, ihre Freiheit zu entfalten. Wir schreiben das Jahr 1952. Das ist 7 Jahre nach dem Niedergang Europas gewesen. Und das ist das Fundament der Europäischen Union. Und dann hat es in Europa Gegenbewegungen gegeben. Gegenbewegungen, die auch ausgegangen sind von der Margaret Thatcher und vielen, die da mitgewirkt haben. Und diese Gegenbewegung hat Europa in ihrer Grundausrichtung zerstört. Und wenn wir von Freiheit reden, Freiheit braucht eine Basis. Und die Freiheit, die wir in Europa dringend brauchen, hat nur dann eine Basis, wenn die Menschen soziale Absicherung haben. Und nur dann, wenn es soziale Absicherung gibt, können die Menschen ihre Freiheit auch leben. Und wenn ich von Grundfreiheiten rede, dann setzt das soziale Absicherung voraus und nicht hinten nach. Und wenn das der Europäische Gerichtshof nicht begreift, im konkreten Handeln, dann haben wir ein Problem. Und das Zweite, und das sage ich jetzt ganz politisch unkorrekt, Europa ist weitergekommen in einer Zeit, wo die Kommissionspräsidenten ihre Rolle wahrgenommen haben und eine Meinung gehabt haben, eine Position vertreten haben. Und die Ausrede in der Europäischen Union, das ist einmal das Parlament, das ist einmal der Rat und da gibt es 17 unterschiedliche Formationen, wo der Rat tagt. Kann Ihnen auch Ratsdinge sagen, die zur Sozialen gehören, aber im Finanzrat beschlossen werden. Und das nicht abgestimmt ist. Und dann die Kommission immer hin und her spielt zwischen Mitgliedstaaten und Kommission. Nein, das Spiel ist vorbei. Wir brauchen in Europa, und ich habe mich hier sehr auseinandergesetzt mit meinen Amtskollegen in Malta, in Luxemburg, in Deutschland, in Frankreich und auch ich, wo wir sagen, wir wollen diese soziale Säule ganz bewusst stärken, weil es das Fundament ist. Und auf das Fundament eine soziale Säule aufstellen, das ist das ganz Zentrale. Und daher kritisiere ich den Bericht,
weil wir brauchen eine Position. Die Menschen in Europa brauchen eine Perspektive. Und diese Perspektive werden sie nur haben, wenn es eine soziale Ausrichtung der Europäischen Union gibt. Und ich sage, das größte Problem ist ja in Europa, dass wir eine Handlungs-, Evelyn Regenhardt beschrieben, da gibt es die einen, die gehen in diese Richtung und die anderen gehen dort, und das ist auch in der Kommission so. Es gibt auch keine Initiativen, keine Gesetzesvorschläge, an dem man die soziale Sicherheit entwickeln kann. Wenn die Frau, die ich sehr schätze, die Sozialkommissarin Thyssen hat das versucht und wird vom Vizepräsidenten der Kommission, ich würde mal sagen, behindert. Und das ist, das sind die wirklichen Auseinandersetzungen, und daher braucht man es nicht zurückschieben auf die Mitgliedstaaten, sondern es geht um die Grundfrage, wollen wir, dass es Europa weiter gibt? Und das ist das Schöne dran, die Menschen und vor allem die Jungen sagen, wir brauchen das, weil in einer digitalisierten Welt, in einer Welt, wo globalisiert produziert wird, braucht es ein großes Europa, das die Menschen schützt. Und wenn Europa diese Funktion nicht wahrnimmt, wenn die Kommission hier nicht diese Führungsrolle übernimmt, dann irritiert das die Menschen in Europa, und wenn sie irritiert sind, wählen sie rechts. Und wer rechts wählt, zerstört Europa. Eine Frage haben Sie nicht beantwortet, entschuldigen Sie. Wie kriegt man die anderen Länder mit an Bord? Oder soll man überhaupt eine Koalition der Willigen, mit einer Koalition der Willigen beginnen? Wenn man eine Position hat, dann muss man für die Position kämpfen. Aber wenn ich in einem Papier drei Positionen sehe und keine habe, dann gibt es auch keine Orientierung. Und das ist die Kritik an der Kommission. Das trifft alle Fragen. Ich brauche eine Position. Wenn hier, und ich sage das auch ausgehend aus der letzten Wahl zum Europäischen Parlament, das Spannende in Europa war, dass man erstmals gesagt hat, diejenige Partei, die die größte Stimmenanzahl hat, stellt den Kommissionspräsidenten, und es war klar. Das heißt, das Wahlergebnis hat entschieden, wer Kommissionspräsident wird. Das war vorher immer anders. Die Regierungschefs, Deutschland, Frankreich, wo immer, wollten immer einen schwachen Kommissar haben, dann können sie tun, was sie wollen. Nee, wir brauchen jemanden, der dort Position einnimmt, der eine Perspektive entwickelt, und ich wünsche mir eine soziale Perspektive, und das fordere ich ganz konkret von Juncker ein, nämlich zu sagen, wir wollen ein soziales Europa haben, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsort, das bedeutet sehr, sehr viel, das bedeutet sehr viel für die Sozialpolitik, das bedeutet für die Arbeitsmarktpolitik, das bedeutet sehr viel für die Bildungspolitik, das bedeutet sehr viel für das Arbeitsrecht Europas. Und dann muss man streiten, dann muss man die Positionen festmachen, dann muss man die Auseinandersetzung führen. Aber drei Positionen einzubringen und dann sagen, streitet euch aus, geht nicht. Okay. Wollen Sie gleich was darauf sagen? Bitte, Sir. Ja, na, ich wollte nur ganz kurz darauf reagieren. Also ich finde, Sie schauen sich irgendwie nur das Reflexionspapier an und sagen, ja, die Kommission hat ja keine Meinung und da gibt es verschiedene Szenarien. Aber gleichzeitig wurde eben auch der Vorschlag der Säule auf den Tisch gelegt und gleichzeitig wurden auch gewisse andere Gesetzesvorschläge oder Sozialpartnerkonsultationen vorgelegt. Und wenn man den Präsidenten Juncker so hört, vertritt er ganz stark diese soziale Säule. Und ich finde deswegen, nur auf das Reflexionspapier einzugehen und zu sagen, die Kommission äußert sich gar nicht, wohin sie will. Also ich finde, von Anfang an hat diese Kommission ganz stark vertreten, wir wollen das soziale Europa stärken. Und diese soziale Säule, für die sich auch der Präsident und, wie Sie sagen, die Frau Thyssen alle einsetzen, ist doch ein Zeichen, dass
vielleicht man doch nicht ganz ambivalent ist, welche der Lösungen jetzt genommen wird, sondern das ganze Thema der verschiedenen Reflexionspapiere geht eben darauf zu sagen, wir wissen, es gibt diese verschiedenen Strömungen in den Mitgliedstaaten, wir wollen sie jetzt mal verbal formulieren, da sind sie, es gibt Vorteile und Nachteile und vielleicht hat man durchaus die Hoffnung, dass durch dieses Formulieren klarer wird, auch für die Bevölkerung, was wären denn die Nachteile, wenn die Politiker in manchen Ländern nicht weitergehen wollen. Also ich glaube, Sie sind da etwas zu kritisch. Ja. Okay. Es zeigt sich wieder mal ganz hervorragend, dass das eines der, glaube ich, Probleme von Europa ist, dass zwar alle sagen, ja, ja, wir wollen das, aber dass dann die Institutionen untereinander zu diskutieren beginnen, um zu sagen, na ja, vielleicht doch nicht oder später oder anders. Und wie sagt er, was hält das Europäische Parlament davon? Danke. Das Europäische Parlament ist auch schwierig, nicht? Da gibt es auch sehr viele Abgeordnete aus sehr vielen Ländern mit sehr vielen unterschiedlichen politischen Zugängen. Ich versuche es mal so. Die Europäische Staatsanwaltschaft, das ist jetzt ein Vorschlag, der natürlich jetzt nichts direkt mit dem sozialen Fundament zu tun hat. Das ist aber jetzt einmal ein Vorschlag, der Konturen annimmt. Österreich hat sich da jetzt ebenfalls angeschlossen und ist ein Beispiel, dass es schon Sinn macht, dass einige voranschreiten. Es gibt oftmals Themen, die sind wichtig, die sollen europäisch wahrgenommen werden und es geht sich selten aus bei 28, dass man nach den Regeln, die wir haben, nach den Verfahren, die wir haben, sich da mehr oder weniger alle einig werden oder eine entsprechende Mehrheit auch wirklich zustande kommt. Das ist ein positives Beispiel, wie man Dinge voranbringen kann. Die Finanztransaktionssteuer wäre ja auch ein so schönes Beispiel, wenn sie endlich kommen würde und wenn sie nicht so ein winziges Mäuschen wäre, aber sie ist trotzdem das richtige Instrument. Also was ich damit sagen möchte ist, vorangehen. Die Europäische Union als solche ist ein Konstrukt gewesen von einigen wenigen, von 6 Mitgliedstaaten zunächst, dann 12, dann sind sie immer mehr geworden und immer mehr und uneinheitlicher. Es ist notwendig, dass diejenigen, die für Integration, die für Soziales was machen tun, wollen das auch anpacken, vorschlagen, vorangehen. Das ist meine persönliche Überzeugung und im Europäischen Parlament gibt es sehr viele. Ich habe vorhin einige Punkte unserer Resolution zur sozialen Säule, ich sage immer soziales Fundament, weil ich wünsche mir halt so viel mehr als nur ein Säulchen, auch zum Ausdruck gebracht. Das Europäische Parlament ist sicherlich hier wesentlich stärker dahinter, dass hier Substanz kommen soll, mit ganz konkreten Vorschlägen. Ich möchte einen anderen Aspekt allerdings noch einbringen, den ich für wirklich wahnsinnig wichtig halte, weil ich in den letzten Jahren auch vieles gelernt habe, seitdem ich Abgeordnete bin. Es vertreten auch diejenigen, die aus Ländern kommen, in denen die Löhne so gering sind und in denen die Standards so gering sind, diese These nicht nur, weil sie es cool finden, dass die Leute alle ausgebeutet werden, sondern weil die wirklich davon überzeugt sind, dass das ihre einzige Möglichkeit ist, aufzuholen. Jetzt finde ich das nicht gut, das über das Dumping zu machen, überhaupt nicht. Da müssen wir einen Riegel vorschieben. Aber es macht Sinn, sich gerade mit den Vertretern dieser Länder zusammenzusetzen und zu überlegen, na, wie können wir denn dieses Problem gemeinsam angehen? Weil sonst werden wir dann noch ewig weiter streiten, weil die Mehrheiten sind, wie sie sind und es stehen etliche auf der Bremse und dann kommen wir nicht voran. In diesen Ländern ist es ebenfalls so, dass auch teilweise durchaus recht konservative Abgeordnete sagen, wir wollen das auch in den Griff bekommen, dass beispielsweise bei einer Vergabe eines großen Projektes, das in ein großes Unternehmen geht, das beispielsweise aus Deutschland kommt und dann in Polen den Auftrag übernimmt und halt mit tollen Vorschlägen und Effizienz gewonnen hat, wir wollen auch, sagen mir die, dass dann die Sub-Sub-Unternehmer, die letzten in der Kette, die oftmals Scheinselbstständige sind oder von mir aus Mikrounternehmen, dass die nicht ausgepresst werden und quasi mehr oder weniger indirekt gezwungen werden, Bedingungen zu akzeptieren, die sie gar nicht akzeptieren wollen. Das heißt, es wird notwendig sein, dass wir uns nicht nur darauf einlassen, dass wir sagen, der eine Staat vertritt das offiziell und der andere das,
sondern dass wir als Abgeordnete, aber auch als diejenigen, die in den Mitgliedstaaten dabei sind, eben die ganzen Vorschläge zu akzeptieren oder auch nicht, Unternehmen stärker in die Verantwortung nehmen. Unternehmen, große Unternehmen insbesondere, die sich an den Vergaben beteiligen, die spielen sich ja damit, dass wir 28 verschiedene Arbeitsrechtssysteme haben, 28 Systeme, wie man kontrolliert, 28 mal den Gerichtsstand, und die spielen sich mit diesen Unterschieden und machen daraus ein Geschäft. Diese Unterschiede sind ein riesengroßes Geschäft, und an uns liegt es jetzt, hier was zu entwickeln, dass wir uns hier annähern. Und da bin ich auch wirklich überzeugt, dass selbst diejenigen, die eben in diesen prekären Situationen sind und oftmals was akzeptieren, auch bereit sind, einen Schritt mitzugehen. Weil sonst werden wir uns da ewig blockieren und dieses Spiel weiterspielen, und ich denke mir, dass das überhaupt nicht konstruktiv ist. Danke. Danke. Bevor wir uns dann später sicherlich noch ein bisschen darüber unterhalten werden, was denn so eine Sozialunion leisten kann oder leisten sollte, bleiben wir noch ein bisschen beim Wie, Herr Eiginger, wie soll sie funktionieren? Ja, ich muss jetzt ein bisschen Dissens hineinbringen in unsere allgemeine Euphorie, dass wir ein sozialeres Europa brauchen, indem ich einfach frage, was das bedeutet. Und ich glaube, so wie es jetzt das soziale Europa definiert ist, und die Mittel, mit denen es jetzt gemacht wird, geht nicht für die Zukunft. Wir brauchen, was ich sagen würde, einen Umstieg von der Garantie des Vergangenen zur Befähigung für die Zukunft. Wir können in einer Welt, in der sich alles ändert, nicht garantieren, dass die Arbeitsplätze so bleiben, wie sie sind, dass die Branchen so bleiben, wie sie sind, dass die Unternehmer so bleiben, wie sie sind, sondern wir müssen die Leute befähigen, mit Veränderungen umzugehen. Und damit sind wir bei einigen, was auch gesagt wurde. Die Kindergarantie passt da 100% in dieses Problem hinein. Wir müssen schauen, dass es keine Bildungsvererbung gibt. Wir müssen schauen, dass die frühkindliche Erziehung früh beginnt und auf Veränderungen vorbereiten, nicht auswendig lernen, was vor 400 Jahren jemand gesagt hat, sondern befähigen, Probleme zu lösen und auf neue Vorschläge einzugehen. Jeder, der aus einem Ausbildungssystem hinauskommt, muss sich klar sein, dass das, was er in der Ausbildung gelernt hat, nur ein kleiner Teil dessen ist, was er lernen muss und vor allem, was er bisher gelernt hat. Man hat nämlich gelernt, in bestehende Strukturen hineinzukommen, mit vorgegebenen Lebens- und Lehrbildern und diese dann durchzusetzen und wenn es nicht geht, zu schreien, dass es eine Reform geben muss. Das heißt in der Literatur, Umstieg in der Sozialpolitik von der Ex-Post-Protection, dem Schutz nachher, der Garantie, wenn was passiert, dass jemand zahlt, zu der Ex-Ante-Investition, zur Befähigung, möglichst wenig in diese Probleme hineinzulaufen. Wenn wir das nicht tun, haben wir verloren. Wir haben in Europa die höchsten Sozialausgaben. Wir haben 40% der Staatsausgaben für diesen sozialen Bereich. Wir befähigen aber im Schulsystem nicht, im Ausbildungssystem nicht die Leute, mit Veränderungen und mit Problemen der Zukunft zurechtzukommen. Ohne diese Änderung geht es nicht. Ohne dem können wir mehr verlangen, aber für dieses Mehr ist relativ wenig Platz, besonders wenn dann andere kommen, die mehr Geld für die Sicherheit verlangen oder die mehr Geld für medizinische Geräte verlangen, weil diese nur bis um 11 Uhr Vormittag behandelt werden, weil dann die Ärzte in ihre Privatordination gehen müssen oder die also 5 bürokratische Ebenen haben und die Vorgänge der Unternehmensgründung sehr schwer machen. Es geht also darum, ein Sozialnetz zu haben, das in großen Unglücksfällen die Probleme löst, das aber vorher schaut, dass diese Fälle möglichst wenig oft eintreten, die Befähigung zum Wandel. Und damit sind wir auch bei der Diskussion, wo dieses Europa hin will. Wenn wir nur ein Sozialsystem vergrößern wollen, nur eine Sozialsäule, dann werden wir nichts schaffen. Wir müssen eine integrative Politik machen, in der wir ein dynamisches Europa haben, in der wir auch ein ökologisches, ein Wort, das völlig abgekommen ist, ist weder heute verwendet worden, noch verwendet es der Präsident Juncker, noch wird es einen Reflexionsbericht dazu geben, dann werden wir dann einmal sagen, also für Klima brauchen wir noch 2% mehr Staatsausgaben, damit das geschieht. Das muss alles in einer Strategie erfolgen. Wenn Europa nicht dynamischer wird, dann hat es keine Chance, die sozialen Probleme zu lösen.
Natürlich muss dieses Wachstum nicht dumm sein, es soll auch ökologisch sein und es soll auch innovativ sein, aber ohne mehr stärkere Dynamik. Ich möchte gar nichts sagen vor dem Migrationsproblem, das wir eigentlich auch noch mitlösen müssten irgendwie, wenn wir dieses Europa erhalten werden, weil sonst brauchen wir aus den Gründen des Populismus hier Zäune in Europa und Ähnliches. Wir müssen also die Gesamtstrategie in Europa, wie wir dynamischer werden können, wie wir dieses Wachstum ökologischer machen, dabei gleich Weltmarktführer in erneuerbarer Technologie, in Energieeffizienz zu werden und damit einmal in einem Sparte die Weltmarktführung zu erreichen und wie wir Sozialinnovationen und Ausbildungsinvestitionen haben können. Und damit bin ich auch bei der Budgetpolitik. Ich bin sehr dafür, bei der Budgetpolitik Ausnahmen zu machen, wenn in Köpfe investiert wird, wenn in Ausbildung, in Gesundheit investiert wird. Nicht, wenn in Straßenbau investiert wird, nicht, wenn in Großbauten investiert wird, nicht, wenn in Tunnels wird und in das Militärsystem. Das Erste, was Frankreich im Rahmen der goldenen Regeldiskussion verlangt hat, war, dass seine Militärausgaben ausgenommen werden von der Budgetgrenze. Und das klingt jetzt so, als ob es aus einem ganz fernen Land wäre. Auch wir haben die Sicherheitsausgaben ohne weiteres erhöht in letzter Zeit und uns dann hat darüber gefreut, dass wir wiederum mehr Blasmusikkapellen haben können oder Ähnliches. Es geht sich nicht alles auf einmal aus. Wir brauchen einen Staat, der soziale Zwecke erfüllt. Diese sozialen, sie müssen definiert sein. Sie müssen so definiert sein, dass sie vor allem in die Bevölkerung geben. Und es muss dann die Ausgabenstruktur und die Einnahmenstruktur vernünftig sein. Zurzeit ist die Ausgabenstruktur in Europa katastrophal, weil nichts funktioniert, belasten wir den Faktor Arbeit und wundern uns dann, wenn wir die höchste Arbeitslosigkeit aller Regionen haben. Und zufälligerweise ist auch die Steuerprogression nicht möglich, weil in den niedrigen Bereichen sind es ja die Sozialabgaben, die dürfen wir nicht reduzieren, daher gibt es auch keine Möglichkeit einer stärkeren Steuerprogression. Dass man das Sozialsystem vielleicht umstellen kann, von der Belastung des Faktors Arbeit auf Emissionen, auf Erbschaftssteuer oder ist eine andere Sache. Und damit sind wir auch bei der Europadiskussion. Soll es mehr oder weniger Europa geben? Die Junckerschen Szenarien sind alle miteinander falsch. Das wirklich Wichtige ist, zu sagen, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen, zum Beispiel Klimaziele, zum Beispiel, und es dann so zu machen, dass es den Ländern gelingt, diese möglichst auf eigenständige Art und Weise zu erfüllen. Sie müssen etwas tun für das Verbesserung des Ausbildungssystems, können aber dann tun, was sie machen. Sie müssen etwas tun zur Erreichung der Klimaziele und können das dann selber machen, wie das ist. Und Europa definiert, dass die Länder das machen können. Das klingt jetzt sehr theoretisch, war ein Beispiel. Die Steuerrahmenrichtlinien in Europa müssen so sein, dass es Steuertransparenz gibt, dass es klar ist, was eine Bemessungsgrundlage der Kapitalsteuer ist, dass es klar ist, wie eine Erbschaftssteuer definiert ist. Zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer fällt dort ab, wo die Lebenseinkommen entstanden sind. Dann kann niemand mehr 3 Monate vor dem Ende eine Stiftung gründen oder sie woanders hin verlegen. Dann kann jedes Land, das will, eine Erbschaftssteuer einführen. So sagt jeder, ich hätte gerne eine Erbschaftssteuer, aber diese Erbschaftssteuer zahlen die paar Dummen, die vergessen, einen Rechtsanwalt zu beauftragen vor dem Ding und daher machen wir sie nicht. Genauso wie eine Emissionssteuer. Wir können leider keine Emissionssteuer machen, weil das wird dann sofort im Nachbarland gemacht. Da muss es eine Mindestemissionssteuer geben. Also Europa befähigt die Länder, durch seine Regeln die eigene Politik zu machen, die dann einen relativ größeren Spielraum hat als heute. Dann werden eben nicht die Glühlampen bestimmt, sondern dann wird gesagt, es muss Energiesparen in diesem Bereich geben. Es muss das geben. Das ist im Klimavertrag von Paris zum Beispiel in Ansätzen geschehen. Der ist nur zustande gekommen, weil man nicht festgelegt hat, was das einzelne Land tun muss, sondern weil man gesagt hat, alle müssen etwas beitragen, dass die Klimaerwärmung unter 2 Grad bleibt. Was das ist, ob der eine Bioenergie verwendet, ob der andere Energie sparen und der dritte das überlassen wir dem einzelnen Land. Und so schaut für mich auch eine Europastrategie. Klare Ziele, zu denen man sich bekennt, zum Beispiel Reduktion der Arbeitslosigkeit, Reduktion der Einkommensdifferenzen und Verlagerung der Investitionen in den frühkindlichen Bereich, damit es ex ante ist und nicht ex post. Und jetzt sagt ihr bitte, ihr Länder, was ihr tut.
wir von der Kommission kontrollieren dann, ob das genug ist. Es wird nicht genug sein, ist klar. Ist auch beim Klimavertrag als erstes gekommen. Die Summe der Vorschläge bringt nicht 2 Grad, sondern bringt 4 Grad. Aber dann kann man darüber nachgeben. Aber wir haben wenigstens die Zustimmung dazu. Und jedes Land hat dann das Eigentümerschaft über das, was es tut. Nicht die Kommission ist verrückt und will was Dummes. Und man kann das in dem Beispiel festmachen, was diese Dummheit ist, sondern was tragt das Land zu einem gemeinsamen Ziel? Und ich glaube, die Ziele einigen muss ja relativ rasch dann. Wenn wir sagen, es ist zum Beispiel der Sozialpolitik, es muss möglichst viel gemacht werden, damit die Ausbildung so ist, dass zukünftige Probleme vermieden werden. Das ist ja ein Satz, mit dem man danach arbeiten kann und nicht. Und dann, ja, ich glaube, das ist der Zukunft, und das haben wir das 6. Szenario genannt, das Empowerment- oder Befähigungsszenario. Die Kommission, Europa muss die Länder befähigen, die richtige Politik zu machen. Was die richtige ist, da brauchen wir dann selbst. Aber da ist der Konsens nicht ganz so falsch, ganz so das Ding. Über die 3 Ziele, mehr Dynamik, mehr sozialen Ausgleich, mehr ökologische Standards, kann man im Großen und Ganzen einigen. Ist dann nur die Frage, wie man es macht. Also macht man es mit Staatsausgaben, macht man es mit Incentives, macht man es gar nicht und so weiter. Ich glaube, das ist das, was ich... Oliver. Ja, danke. Ja, da lässt sich kaum etwas Gegenteiligeres sagen. Ich stimme den Ausführungen natürlich zu, obwohl ich glaube, das ist auch ein bisschen das Dilemma in Europa. Über die Ziele verständigen wir uns schnell. Wenn es dann um die Umsetzung geht, da gibt es dann die großen Differenzen. Und ich möchte bei dem einen Punkt ansetzen, auch Umstellung in der Sozialpolitik von der Ex-Post zur Ex-Ante-Politik. Da muss ich sogar die Kommission verteidigen. In dem Social Pillar ist ja gleich im ersten Abschnitt, ist ja gerade das Thema angesprochen, wo es um Chancengleichheit geht, wo es um Bildung geht, wo es um lebenslanges Lernen geht. Und ich glaube, auch viele andere Punkte in dieser sozialen Säule sprechen die richtigen Themen an. Nur das Problem für uns als Gewerkschaften, und deswegen waren wir auch enttäuscht von dem Vorschlag, mussten wir auch sein, weil wenn Gewerkschaften zufrieden sind, dann stimmt meist irgendetwas nicht. Aber aus unserer Sicht ging das deswegen nicht weit genug, weil es natürlich Empfehlungen sind. Ja? Es sind Prinzipien, die hier aufgestellt werden. Insofern, glaube ich, kann das ein erster guter Schritt sein, wenn sich wirklich Mitgliedstaaten hier über gewisse Prinzipien zumindest mal einig werden und das außer Streit stellen. Denn selbst das ist ja nicht so einfach möglich gewesen. Ich sage aber auch, wenn wir über die Umsetzung sprechen, dann erinnere ich mich an eine Konferenz vor wenigen Wochen, gerade zu dieser sozialen Säule, wo auch der Minister Stöger da war und sein ungarischer Amtskollege, und der dort coram publicum gesagt hat, also eine verbindliche soziale Säule möchte ich nicht, verbindliche hohe soziale Standards möchte ich nicht, das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort lehne ich ab, ich lehne sogar soziale Konvergenz ab. Und wenn wir solche Meinungsbilder oder solche politischen Entscheidungsträger an der Macht haben in einigen Ländern, dann sage ich ganz offen, das ist Brennstoff. Das ist Brennstoff für das soziale Europa. Da muss es ein Umdenken geben. Und deswegen sage ich auch bei aller Enttäuschung, wir waren eigentlich nicht überrascht, dass dieser Vorschlag so aussah, wie er jetzt aussieht. Denn natürlich ist da ein Kompromiss. Ein Kompromiss innerhalb der Kommission, aber auch innerhalb der Mitgliedstaaten. Das war offenbar der Minimalkonsens, der hier erzielt werden konnte. Und ich glaube, man muss ja nicht alles negativ sehen. Wir können es ja mal als einen ersten Schritt sehen, der in die richtige Richtung geht, den wir dann aber umsetzen müssen. Und dann würde ich auch gerne ein Wort dazu sagen zu den Szenarien. Ich glaube auch, dass die Szenarien, die hier angesprochen werden, natürlich sehr plakativ sind, aber nicht. Man kann sich hier nicht entscheiden, das eine Szenario A, Szenario B oder Szenario C, sondern es wird hier wahrscheinlich Mischformen geben, wie man hier vorangehen kann. Und ich möchte einen Punkt erwähnen, weil ich habe gesagt am Anfang, oder es wurde gesagt, wir brauchen ein soziales Fundament, und ich stimme dem voll zu. Wir brauchen eigentlich ein Fundament, und das Fundament wäre eigentlich, dass wir nicht nur Prinzipien aufstellen, sondern dass wir wirklich den EU-Vertrag an der Wurzel packen und ändern würden. Das ist unsere langfristige Forderung, dass endlich soziale Rechte im EU-Vertrag den gleichen Stellenwert bekommen wie die wirtschaftlichen Freiheiten. Denn ich glaube, das ist das Grundübel, an dem alles krankt, wo auch der EuGH teilweise diese erwähnten Entscheidungen getroffen hat, immer gegen die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen haben wir uns auch unter den Gewerkschaften für ein Szenario entschieden und haben gesagt, diejenigen, die mehr wollen, sollen vorangehen. Und wir haben uns mal zusammengetan mit den schwedischen und mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen und haben ja einen Vorschlag ausgearbeitet im letzten Jahr für ein sogenanntes soziales Fortschrittsprotokoll, wie man wirklich diesen EU-Vertrag ändern könnte.
wir wissen alle, das muss einstimmig geschehen, deswegen ist es aus heutiger Sicht natürlich nur eine langfristige Forderung, aber man muss irgendwo anfangen. Und wenn man drei hat, die sich hinter diese Forderung stellen, und wenn man dann Verbündete sucht, und wir haben, das darf ich schon sagen, in den sozialdemokratischen Parteien der drei Länder Verbündete gefunden, also der schwedische Ministerpräsident hat das unterschrieben, der Sigmar Gabriel, und jetzt der Martin Schulz unterstützt das genauso, und der Christian Kern, die haben sich dazu bekannt. Das heißt, das ist mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Deswegen glaube ich, das Szenario, dass die mehr wollen, sich auch zusammentun sollten und vorangehen sollten, das halte ich für durchaus richtig. Das halte ich für richtig. Und vielleicht ein allerletzter Satz, wenn ich das noch erlaube, das noch sagen darf, weil ich den Social Pillar jetzt eher etwas positiv gesehen habe. Ich glaube, das Problem ist auch innerhalb der Kommission, dass innerhalb der Kommission da in gegensätzliche Richtungen gearbeitet wird, während die Generaldirektion Beschäftigung hier sicherlich guten Willens ist und was tun möchte, wird zur gleichen Zeit in einer anderen Generaldirektion ein Vorschlag vorgelegt für eine elektronische Dienstleistungskarte, ja, die es Dienstleistern erlauben soll, mit einem Zertifikat aus ihrem Heimatstaat im Empfängerstaat anzubieten und quasi die Garantie zu haben, ich halte hier die nationalen Standards ein. Das würde aus unserer Sicht dazu führen, dass die Kontrollmöglichkeiten für Länder wie Österreich noch weiter eingeschränkt werden würden, als sie es ohnehin sind. Und das kann ja wohl nicht wahr sein, dass auf der einen Seite werden soziale Grundsätze beschworen, wird gesagt, wir wollen gegen Lohn- und Sozialdumping vorgehen, und auf der anderen Seite wird genau das Gegenteil getan mit dieser Dienstleistungskarte. Ein anderes Beispiel wäre diese Ein-Euro-Gesellschaft, Ein-Personen-Gesellschaft, SUP, die immer noch im Parlament herumgeistert. Auch da frage ich mich, warum Kommissar Juncker sich nicht mal ein Herz fasst und sagt, ich ziehe das einfach mal zurück. Die Mitgliedstaaten können sich nicht darauf einigen, das würde zu Lohndumping führen, Steuerdumping vereinfachen. Man könnte eine Gesellschaft am Computer quasi gründen, ohne Identitätsfeststellung der Gesellschafter. All diese Dinge, ich glaube, da sollten wir ja aus Panama Papers und allem anderen gelernt haben, dass das nicht der richtige Weg ist. Deswegen, glaube ich, muss sich auch die Kommission entscheiden, in welche Richtung sie hier geht. Ja, ich glaube, ich kann mich nicht zu allen Dingen äußern, die da so gesagt werden. Vielleicht schon mal, ich bin jetzt da keine Expertin, aber ich, was die Dienstleistungskarte angeht, ist mein Verständnis schon, dass die Standards im Land, wo die Dienstleistung erbracht werden soll, gelten und nicht da, wo vielleicht die Dienstleister herkommen. Ansonsten wollte ich sagen, ja, gibt es da einen Aufruf an die Kommission, verschiedene Dinge zu tun? Und sehr oft, wenn ich diese höre, habe ich den Eindruck, wir tun das schon. Also zum Beispiel, was jetzt den Bereich Klima angeht, bei den Europa 2020-Zielen, da gibt es ja nicht nur die Erwerbsquote und die Armut und Innovationsförderung, aber es gibt ja auch die Ziele zu Energieeffizienz, Renewable Energy und so weiter, die erstmal auf EU-Ebene gesetzt wurden und dann auch für Mitgliedstaaten eben auf die übertragen wurden. Und da übrigens haben sich die Mitgliedstaaten ganz gut angestellt und sind vorangeschritten. Und da gibt es, wenn ich mich nicht irre, jetzt schon für 2030 auch Ziele. Und natürlich sind die Mitgliedstaaten bei Paris auch dabei. Es ist ja nicht so, dass da die EU oder hinten vorbleibt. Zum Thema Haushaltspolitik. Ja, jeder möchte seine Ausnahmen. Die einen wollen sie zu den Investitionen, die anderen wollen sie zur Investition in Kinder oder was auch immer, in Bildung. Und wir müssen aber auch sehen, dass diese schwere Krise, die wir hinter uns haben, teilweise auch damit zusammenhing, dass gewisse Haushalte nicht tragfähig waren und dass wir als sozusagen Legacy jetzt vielleicht 25 Prozentpunkte höhere Verschuldung haben, die Eurozone zumindest bei 90 ungefähr, wenn ich mich recht entsinne, als vor der Krise. Und das bedeutet auch, dass in der Zukunft, wenn die Zinsen nicht mehr so niedrig sind, wenn die Inflation ansteigt, dass auf einmal wieder Fragen aufkommen, ja, könnten denn dieses oder jenes Land überhaupt das alles finanzieren? Also
dass man tragbare Finanzen, Haushalte hat, ist meiner Ansicht nach nach wie vor wichtig, um die Bedingungen zu schaffen, dass Wachstum weiter garantiert ist. Nichtsdestotrotz schauen wir uns schon genau an, was denn die Qualität der Ausgaben angeht. Schon, sagen wir mal, wenn man sich die Haushaltsentwürfe anschaut, die man heutzutage sich für Eurozonenländer anschaut, bevor sie überhaupt beschlossen werden, gibt es da einen Teil, der heißt Qualität der öffentlichen Finanzen. Ich glaube, da könnten wir uns noch weiterentwickeln. Aber auch jetzt schauen wir schon, ja, ist denn die Ausgabe in dem Bereich sozial genug? Ist es effizient genug? Manchmal gibt es auch Verschwendung. Es könnte also weniger ausgegeben werden. Also von daher, das ist ein Bereich, der eigentlich den Mitgliedstaaten überlassen ist, aber die Kommission analysiert schon und kritisiert schon, wenn nicht genug auf dem sozialen Bereich ausgegeben wird. Jetzt zu dem Punkt, noch zwei, die ich ansprechen wollte. Das eine ist Child Guarantee, Investition in Kinder. Wollte ich zunächst mal sagen, gab es eine sehr gute Ratsempfehlung von 2013. Die Kommission hat gerade im April jetzt einen Bericht vorgelegt, wie die umgesetzt wurde oder auch nicht. Teilweise gab es da auch Probleme. Das ist zumindest eine Sache, die man weiter nutzen könnte. Gleichzeitig haben wir durchaus auch in dem Reflexionspapier die Überlegung zur Child Guarantee drin. Und jetzt letztens die verschiedenen Themen zum Thema Befähigung für die Zukunft, sozialer Ausgleich, keine Bildungsvererbung, frühkindliche Erziehung. Ja, zum einen ist davon viel in dem Vorschlag der sozialen Säule. Zum anderen habe ich ja das eine Schaubild gezeigt mit all den Empfehlungen, die wir an die Mitgliedstaaten geben. Da geht es genau um solche Sachen. Dafür zu sorgen, dass eben zum Beispiel Kinder von Migranten auch eine Startchance haben durch frühkindliche Bildung. Dafür zu sorgen, dass Kindergartenplätze auch in Österreich beispielsweise Ganztagskinderplätze sind, dass die Frauen den ganzen Tag arbeiten können. Das hilft auch bei der Bildung der Kinder, die dann in diesen Kindergartenplätzen sind. Also diese Themen, die sind uns bekannt und die forcieren wir in unseren länderspezifischen Empfehlungen schon sehr stark. Danke, Frau Kaufmann. Es gibt gleich schon zwei Reaktionen darauf. Davor muss ich leider die Evelyn Regner verabschieden, die zum nächsten Termin laufen muss. Ich glaube, ich darf mich auch in Ihrem Namen sehr herzlich bedanken für die Keynote und für die Teilnahme an der Diskussion. Danke, Evelyn. Ich sage danke und noch eine anregende Debatte. Bitte, Herr Bundesminister. Ich wollte darauf reagieren, was Professor Eiginger gesagt hat, weil ich glaube, die Zielrichtung die richtige ist, nämlich Ziele zu definieren. Da kann man im Detailziel durchaus sich auseinandersetzen, aber Zielsetzungen zu definieren und diese dann auch mit unterschiedlichen Formen auch weiterzuentwickeln. Wir haben viele solche Ziele, zum Beispiel das Armutsziel EU 2020. Nur dieses Armutsziel, da sind wir weit weg, das zu erreichen. Das werden wir in Europa, das wissen wir heute schon, wir werden es nicht erreichen und die Fiskalpolitik, die Europa macht, erschwert das, freundlich formuliert, wenn es nicht nur sogar behindert. Und das sind die Themen, die wir uns, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen auch diesen Zielen reale Chancen geben. Mich hat sehr gefreut, und ich meine das sehr positiv, bei dem letzten Rat hat die Kommissarin Thyssen beschrieben, dass durch die Maßnahme der Jugendbeschäftigungsgarantie in Europa die Jugendarbeitslosigkeit von 24%, glaube ich, auf 17,3% in 2 Jahren zurückgegangen ist. Das heißt, es gibt schon Projekte, die wirken und die den sozialen Zusammenhalt und die Chancen junger Menschen massiv erhöhen. Und das wäre, ich sage das auch so und das sage ich mit auch dieser Klarheit, ohne der Europäischen Union nicht möglich gewesen. Auch, ich glaube, auch das ist wichtig. Wir brauchen dringend die Europäische Union,
dringender denn je, aber wir brauchen diese Ziele. Und wir brauchen, da bin ich im Unterschied zum Professor Eiginger, wir brauchen auch Infrastruktur. Das Schlimmste in Europa ist, dass es Leute gibt, die meinen, man darf in den Staat nicht mehr investieren. Und das halte ich für einen der größten Fehler Europas. Wir brauchen Infrastruktur, weil anhand von Infrastruktur sich die Lebenschancen der Menschen und die wirtschaftlichen Chancen auch entwickeln. Wenn wir Breitband haben wollen, dann müssen wir es bauen. Und wenn wir es nicht nur in Wien im ersten Bezirk haben wollen, sondern in ganz Österreich, dann müssen wir es bauen. Und wenn wir Mobilität haben wollen, dann muss es auch Wege geben, wo die Mobilität möglich ist. Und da kommt jetzt meine Rolle als ehemaliger Transportminister oder Verkehrsminister auf. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, in öffentliche Infrastruktur zu investieren. Und nicht, ich sage das am Beispiel der Luftfahrtindustrie, in Europa zerstört man durch Politik die Luftfahrtindustrie, das braucht man nur heute die Zeitung aufschlagen, und lässt jene Bereiche, die autoritärste Staaten sind, denen übergibt man es. Und das ist europäische Politik, die ist schlichtweg falsch. Wir brauchen hier Elemente der Investition in die wichtigen Infrastrukturmaßnahmen, die der Staat braucht. Und ich sage das noch einmal sehr deutlich und insofern sehe ich hier den Ansatzpunkt zum Herrn Professor Eiginger. Wir haben neue Risiken in der Gesellschaft. Diese Risiken sind immer auch noch die alten, Gesundheit, Bildung, es ist Armut im Alter, es ist Einkommenslosigkeit, diese Risiken haben wir noch immer. Und es treten neue hinzu, das ist Datenschutz, das ist da geht es um neue Formen auch von Arbeit. Da braucht es europäische Antworten, um diese Risiken der Menschen zu reduzieren und Antworten auf diese Risiken zu haben. Und diese Herausforderung hat Europa auch. Danke. Herr Eiginger, Sie wollten noch etwas sagen. Naja, ich sehe jetzt schwer, wo ich beginnen soll. Also beginnen wir bei der ökologischen Säule. Juncker nimmt das Wort Ökologie nicht einmal im Mund. Juncker macht kein Reflexionspapier über kein ökologisches, sondern fünf andere. In der Industrie, DG Enterprise, ist umgesetzt worden von einer Industriepolitik mit Sustainability an der Spitze zu unsere Ziele sind jetzt Wettbewerbsfähigkeit, definiert im deutschen Sinn niedriger Kosten und Sustainability. Wenn man das so macht, kann man gleich schreiben, wir machen, was wir wollen, weil da schreiben wir noch ein bisschen und dabei und gutes Leben und dann sind wir, also haben wir das alles gemacht. Das ist ein permanenter Rückzug. Und die 30% oder 40% Energieziele, Energieeffizienzziele sind lächerlich im Verhältnis zu dem, was im Paris-Vertrag erforderlich ist. -80% oder netto, keine Nettoemissionen in 2050, sind mit einer Steigerung der Energieeffizienz um 30% in 40 Jahren, sagen wir es einmal dazu, oder 40% in 30 Jahren, aber ungefähr bei 1% pro Jahr. Das ist ja wirklich sehr anspruchsvoll, wenn wir gleichzeitig bei der Arbeitsproduktivität mit 2 und 3% ins Leben gehen. Da sind wir bei der Energieeffizienz zufrieden, wenn es so um 1% pro Jahr steigt. Also da ist überhaupt kein konsistentes Denken drinnen. Eine Politik, die gleichzeitig soziale, ökologische und Wirtschaftsdynamik verfolgt, muss bei der Energieeffizienz viel, viel anspruchsvoller sein und kann das zum Wachstumsfaktor werden. Wir haben ja das Problem, dass das Wachstum in Europa gering ist, weil die wirtschaftliche Nachfrage auch gering ist. Da können ja durchaus Investitionen in die Dekarbonisierung, eine Infrastruktur, wo ich gerne zustimme, in diese Richtung führen. Und da können wir ja auch Technologieführer werden, auch gerade als Österreicher. Und vor allem, Europa muss einmal sagen, wenn es die Paris-Ziele erfüllt,
dann kann der Diesel in 5 Jahren überhaupt keine Rolle spielen. Den können Sie verbessern, wie Sie wollen. In Bayern wird darüber diskutiert, eine Dieselförderung, damit der gesunde Diesel den schlechten Diesel ersetzen kann. Und hat auch noch niemand etwas gesagt. Wer dazu etwas sagen soll, müssen es halt die Querdenker tun, wenn es der Kommissionspräsident nicht sagt. Aber das ist ja nicht möglich, gleichzeitig eine Diskussion zu haben, in der man die Paris-Verträge unterstützt und dann Technologien unterstützt, die das nicht machen. Ich habe keine Aussage von der EU-Kommission, wenn wir die Paris-Ziele erfüllen wollen, müssen wir den Emissionshandel wiederum zum Tragen bringen. Der liegt tot, liegt herum und so weiter. Dann müssen wir die Emissionssteuern großzügig durchführen und das benutzen, um die Steuern auf Faktor Arbeit zu senken. Die EU hat kein Recht, das zu machen, aber das zu empfehlen in jedem Bericht hat sie schon. Und wie viele Jahreswachstumsberichte sind vergangen, dass sie das nicht gesagt hat? Wie viele europäische Semester gehen durch das Land, ohne dass das geschehen ist? Und wenn man das nicht dauernd macht, sondern irgendwann einmal bei einem Gipfel sagt und nachher vergisst, dann wird das nicht. Es wird nur eine Strategie, wenn wir die ökologische Umstellung, die Dekarbonisierung, dazu benutzen, auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und das sind mehr Arbeitsplätze als mit Großkraftwerken und mit Atomkraftwerken. Und auch wir haben diese Technologie. Oder die Autoindustrie umstellen, dass sie nicht nachher in verschiedenen Prozessen Strafzahlungen machen muss an die Amerikaner. Das Einzige, das Geld einverwahren. Bei uns ist dasselbe passiert, aber niemand verlangt das Geld von den Firmen. Und wir lassen das weiter. Und wir lassen weiter, dass diese Strategien, niemand sagt dazu. Da ist schon noch eine Aufgabe dazu, zu diesem Thema etwas zu sagen. Und dasselbe beim Sozialsystem. Natürlich, wenn man die Dokumente liest, kommt das vor, dass man frühkindliche Erziehung erstellt. Im Reflection Paper, im sozialen Reflection Paper, habe ich bis zu 2/3 nur das Wort Protection gefunden und nie das Wort Empowerment oder frühkindliche Erziehung. Ganz am Schluss kommt es dann ein bisschen vor. Aber bis zur Seite 30 oder 25, also über der Hälfte, steht nur das Protection, also nur die alte Form der Sozialpolitik. Die können wir in diesem Maß nicht weiterführen, weil wir mehr Probleme haben, Herr Minister, vollkommen richtig, wir haben neue soziale Herausforderungen, für die brauchen wir ein neues Geld. Woher nehmen? Von den alten sozialen Herausforderungen, von einem anderen Bereich und nicht. Wir haben ein Nebeneinander, wo Experten für Sozialpolitik sind, das sind wir hier, und dann kommen die Experten, die wollen, dass es mehr Militärausgaben und mehr Sicherheitsausgaben gibt. Die haben auch eine große Zustimmung. Und das haben wir bei einer Staatsquote von 50%. Niemand sagt, dass mit 51 die Welt zusammenbricht, aber wenn diese 50% dann noch dumm verteilt sind auf der Einnahmenseite und dumm verteilt auf der Ausgabenseite, dann haben wir schon ein Problem. Und darum geht es, um eine integrierte Politik, die ganze Zeit sagt, führt das zu mehr Dynamik, führt das zu jener Dynamik, die wir wollen, nämlich durch soziale Investitionen, durch gleichere Einkommen und Konsum zu steigern, führt das zu einer Dynamik, die wir wollen, indem wir mehr so durch Dekarbonisierung die Investitionen steigern. Führt das zu mehr Wirtschaftsleistung, indem die Bürokratiehindernisse für neue Firmen abgebaut wird? Führt das zu weniger Arbeitslosigkeit, indem die Befähigungen in den Schulen also sehr stark verbessert? Wenn wir das die ganze Zeit durchgehen, dann wird dieses Europa, glaube ich, besser und dafür arbeite ich. Okay. Dankeschön. Ich würde jetzt gerne sozusagen Zeit für eine Runde. Ich würde gerne Sie einladen, sozusagen auch Fragen zu stellen. Ich glaube, 3 oder 4 Fragen würden sich ausgehen, weil wir müssen sehr scharf Schluss machen. Ich habe, jetzt habe ich 4. Das ist der Ding. Also das ist Kurt Beyer, der Herr hinter ihm, na, dann Sie und als Letzter kommen Sie. Da. Genau. Ja, danke. Kurt Beyer war früher im Finanzministerium. Ich habe eine Frage oder möchte auf das, was die Frau Kaufmann gesagt hat, ein bisschen rekurrieren. In der dritten Option, also wo Sozialpolitik gemeinsam gemacht wird, haben Sie, und das steht auch im Reflexionspapier, angeführt, eines der Risiken ist, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger sich weiter weg von den Entscheidungsträgern fühlen könnten. Und das ist schon, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, wenn man in der sozialen Situation und überhaupt in der Integration weitergehen muss, dann muss man eben dieses demokratiepolitische Problem auch angehen. Man kann das nicht nur als Gefahr sehen, sondern ich glaube, die Kommission und der Rat natürlich müssten und das Parlament müssten sich um stärkere Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger stark kümmern. Und das heißt auch, glaube ich,
dass man letztlich als Grundlage für eine weitergehende Integration im sozialen Bereich, im Wirtschaftsbereich, in anderen Bereichen eben auch die politische Union irgendwo stärker angehen müsste. Sonst kommt man einfach nicht weiter, denn man kann nicht, glaube ich, in einzelnen Bereichen versuchen, technokratische Lösungen zu finden. Und damit komme ich schon auch zum Herrn Minister. Wie es in Österreich mit der Einbindung und mit der Information der Bürgerinnen und Bürger bei europäischen Fragen aussieht und wie es mit der Koordination innerhalb der Bundesregierung aussieht. Ich glaube, Sie haben selbst angesprochen, in einzelnen Bereichen versuchen die Sozialminister weiterzugehen, aber die Finanzminister lassen das aufgrund der Wirtschaftspolitik, die so ausschaut, wie sie ausschaut, nicht zu. Ich sehe aber in Österreich keine koordinierte EU-Vorgangsweise. Weder der Bundeskanzler scheint sich damit, ich weiß, er hat keine Richtlinienkompetenz, kann das nicht machen, aber letztlich, und das habe ich auch als Mitwirkender kurz gesehen, machen die einzelnen Ministerien ihre Sachen und die anderen reden einander nicht ein. Und man kommt dann genau zu diesen Politikproblemen und zu dieser letztlich auch EU-Feindlichkeit vieler Bürgerinnen und Bürger, weil man hier keine konsistente Politik zusammenbringt. Okay. Wir werden aus Gründen der Zeiteffizienz alle vier Fragen gleich zusammen. Bitte. Passt schon. Ja, mein Name ist Ernst Holzinger. Ich vermisse das Eingehen auf diesen Megatrend, dass durch den technischen Fortschritt immer mehr Berufe verschwinden. In den 70er Jahren waren es die Setzer, jetzt gibt es keine Bankkassiere mehr. Eigentlich, wenn man den Trend fortsetzt, ist eigentlich zu erwarten, dass es nicht mehr Erwerbsarbeit für alle gibt. Wäre dann eine grundsätzliche Überlegung, wie denn das bewältigt werden kann? 17% Jugendarbeitslosigkeit als Erfolg bringt man Magengrimmer. Ne? Also wäre nicht Grundeinkommen eine Möglichkeit, mit dem allen fertig zu werden, was natürlich einen gewaltigen Umbau unserer Gesellschaft voraussetzt. Okay, Frage nach dem Grundeinkommen. Bitte. Günter Bechtold. Ich bin zwar ein alter Hund, aber ich habe in 5 europäischen Ländern gearbeitet, unter anderem als Arbeitshygieniker und Arbeitsinspektor, sowohl in Schweden als auch in Österreich. Ich sehe die Unterschiede genau und ich habe auch an den Grassroots gearbeitet. Aber was ich mir hier anhöre, ist, dass viele dieser Leute, nicht alle, akademisch gebildet, das ich auch bin, aber nur in der Theorie herumschwimmen. Es ist zum Beispiel herausgekommen, dass eine einfache deutsche Finanzbeamtin ohne akademische Ausbildung draufgekommen ist, dass der deutsche Staat 32 Milliarden Euro verloren hat durch Cum-Ex-Geschäfte. Da waren alle gescheiten Finanzminister und wer noch immer daneben und sind nicht einmal auf diese Dinge draufgekommen. Und noch etwas möchte ich sagen. Schon de Gaulle hat gesagt, die Engländer nicht in die EU, weil sie sind der Wurmfortsatz von Amerika. Und das haben alle vergessen. Und solange es Herrn de Gaulle gegeben hat, sind die nicht in die EU gekommen. Und danach haben alle nur mehr dumm geschaut. Was stellt man sich vor? Und warum geht man nicht einmal her und schaut nach, wie schaut es aus bei den Grassroots? Nicht immer theoretische, ich kann Ihnen jede Statistik daherbringen, die Sie wollen. Die kann ich mit Konfidenzintervall und mit verschiedenen Berechnungsmethoden wie T-Verteilung, Normalverteilung und Binominalverteilung dorthin kriegen, wo ich es haben will. Danke. Danke sehr. Bitte schön. Ich bin natürlich nur der Moderator des Ding, aber eines seinen schon gesagt ist, wenn ich mich richtig erinnere, dann war es allerdings auch der De Gaulle, der 54 die Verteidigungsgemeinschaft verhindert hat. Nicht? Ob das im Lichte des, mit der Weisheit des Rückblicks eine gute Entscheidung war, seit dahinter. Bitte.
Ja, Rudolf Dangl, Dauerurlauber. Ich möchte ein paar Grundaspekte nennen, weil die vielen Details kann man natürlich nicht erwähnen. Es gibt ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Zum Beispiel immer die Gleichsetzung von EU und Europa. Ich glaube, das ist unzulässig, weil die EU ist nicht die einzig theoretische Möglichkeit der Organisation innerhalb Europa, vielleicht nicht die beste, zumindest ist das Optimum nicht nachgewiesen, schlüssig. In ein paar Jahrzehnten haben wir vielleicht ein Scharia-Europa und dann schaut es anders aus, wird aber immer noch Europa sein und nicht die EU. Das Zweite, was mir nicht gefällt, ist immer so eine unterschwellige Gleichsetzung zwischen Wohlstand und Vollbeschäftigung. Wir wissen, dass sie sozusagen die Produktion immer mehr entkoppelt von der menschlichen Arbeit und das künstlich aufrechtzuerhalten, habe ich sage, ist falsch, weil das eine ist ein Systemerfordernis und das andere ist eher eine sachliche. Der Kollege hat das schon indirekt angesprochen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eigentlich nichts mehr arbeiten, weil das ist logisch menschlich. Ja, wir sind Werkzeugmacher und sozusagen das ultimative Werkzeug wäre der Automat, der uns auf Zuruf alles produziert und wir müssen nichts mehr tun. Nicht? Und das streben wir an. Ich habe gesehen, Sozialschutz, ja, das sollte man auch erwähnen, wieso brauche ich einen Schutz, einen Sozialschutz? Das heißt, wer bedroht mich? Ja, wieso ist es überhaupt möglich, dass ich so bedroht werden kann, dass ich einen Schutz brauche? Warum wird das nie erwähnt und klar herausgestellt und dass man da sozusagen die Bedrohenden einmal in die Schranken weist? Und dann noch was, was ich gesehen habe, ist gesprochen worden von nachhaltigen Finanzen. Bitte, das geht nicht. Beim jetzigen Finanzarchitektur ist es theoretisch und aus mathematischen Gründen völlig unmöglich, das zu erreichen. Ohne dass wir hier grundsätzlich was ändern, vor allem an der Geldschöpfung, ja, wird das nicht funktionieren. Und vielleicht kann man aufs eine oder andere eingehen. Dankeschön. Dankeschön. Dann verbinden wir die Beantwortung dieser Fragen hier auch gleich mit einer Schlussrunde, weil wir um 12.30 Uhr wirklich sehr scharf Schluss machen müssen aus organisatorischen Gründen. Es gibt mehrere Aspekte dabei. Also das eine ist gekommen natürlich weit weg vom Bürger, was auch in dem Kommissionspapier als Risiko drinnen steht, die Koordinierung innerhalb der Bundesregierung und die Frage nach dem Grundeinkommen. Oliver, vielleicht beginnst du. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich darf mir die Frage aussuchen, deswegen würde ich am liebsten auf das eingehen, was am Anfang angesprochen wurde, die Frage der Harmonisierung. Auch in der Sozialpolitik, was ja auch in den Vorschlägen der Kommission eine Rolle spielt. Und hier will ich vielleicht mal ein bisschen ein Gegenpol einnehmen. Ich glaube nicht, dass mehr Europa in allen Fällen immer ein Fortschritt ist und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der derzeitigen Situation in allen Bereichen wünschenswert ist. Und ich glaube, gerade der Bereich der Sozialpolitik zeigt, dass wir in der EU ja eine derartige Bandbreite haben von Standards, von Ländern wie Rumänien, Bulgarien, angefangen bis Österreich, Deutschland, Schweden, dass ich mir in vielen Bereichen dort eine Vollharmonisierung zum derzeitigen Zeitpunkt schwer vorstellen kann und das auch nicht als wünschenswert erachte, weil Dinge wie eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung, wie vielleicht sogar ein gemeinsamer Mindestlohn, da kann man sich ausrechnen, wo der, wenn man das voll harmonisiert, wo der Standard liegen wird. Sicherlich unter unserem. Insofern glaube ich, dass man hier Schritt für Schritt vorgehen muss. Und das heißt nicht, dass man Europas skeptisch ist. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren, die Konvergenz wiederherzustellen in Europa. Stärkere Konvergenz, Annäherung nach oben. Dann können wir auch in einem späteren Stadium über Harmonisierung sprechen. Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass das gefährlich wäre und dass wir auch viele unserer Mitglieder da eher, sage ich mal, eher von Europa wegbringen würden. Deswegen sollten wir uns konzentrieren wirklich auf Prinzipien, die wir durchsetzen, Ziele, die wir durchsetzen in den Mitgliedstaaten. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Und nur ein Wort,
was der Herr Professor Aigänger zum Schluss gesagt hat, ich bin da auch nicht ganz Ihrer Auffassung, dass zu viel Protection hier jetzt vorkäme. Ich glaube, das war dringend notwendig, dass die Kommission hier wieder endlich einen Gegenentwurf zum bisherigen neoliberalen Modell setzt. Denn ich nenne nur ein Beispiel. Wir sind ja sehr eng mit den portugiesischen Kolleginnen und Kollegen verbunden und haben sie auch unterstützt während der Krise und setzen uns mit ihnen zusammen. Wenn ich mir nur anschaue, um mal nicht immer das Beispiel Griechenland zu erwähnen, was dort passiert ist, Explosion der Arbeitslosigkeit, der Armutsquoten, gleichzeitig eine Reduktion, quasi Abschaffung der Flächenkollektivverträge. Da waren 1,9 Millionen, waren bis zur Krise von Flächenkollektivverträgen erfasst. 2 Jahre später waren es noch 300.000. Ja, was ist mit den anderen passiert? Die haben keinen Schutz mehr durch Kollektivverträge. Und wir wissen, Richtung Pensionen, Arbeitslosenversicherung hat das auch in vielen Ländern stattgefunden. Insofern glaube ich, geht es hier nicht um ein Entweder-Oder, sondern beides. Beides ist notwendig und ich unterstütze das, wenn hier wirklich endlich der Kommissionspräsident auch den Begriff Sozialschutz endlich wieder in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, das ist nicht von vorgestern, sondern das ist auch in der Zukunft notwendig. Auch in einer dynamischen Wirtschaft, in der wir die Digitalisierung vorantreiben, wird es natürlich immer Situationen geben, wo Leute nicht mitkommen, nicht mithalten können. Ob aus eigenem Verschulden oder nicht, spielt keine Rolle. Die dürfen wir nicht auf halbem Wege stehen lassen, sondern die müssen wir mitnehmen. Und ich glaube, deswegen ist Sozialschutz hier ganz primär und ganz wichtig und muss im Mittelpunkt stehen. Danke. Ja, schauen wir mal. Da gibt es ja viele Themen. Ja, zunächst mal weit weg vom Bürger. Also in der Tat, die Kommission hat es ja auch schon festgestellt, dass sie sich dem Bürger nähern will. Ich muss sagen, es gibt durchaus jetzt schon Initiativen, die in diese Richtung gehen. Zum Beispiel weiß ich auch, als es zum Thema soziale Säule eine breite Konsultation ging, lief die nicht nur übers Internet, aber es gab auch Veranstaltungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten, nicht nur mit Sozialpartnern, aber auch breitere öffentliche Veranstaltungen, um eben zu versuchen, auch zu hören, was die Bürger zu dem Thema zu sagen haben. Weil ich verstehe schon, dass soziale Säule vielleicht jetzt für manche zu abstrakt erscheint, aber gerade in dem Bereich Beschäftigung und Soziales gibt es natürlich auch die ganzen Projekte, die der Soziale Fonds finanziert, wo auch hier durchaus die Kommission vor Ort ist und auch schaut, wie die Projekte zur Armutsbekämpfung, zur Integration in den Arbeitsmarkt und so weiter vonstatten gehen und ist da schon auch beschäftigt mit den Bürgern. Aber man hat eben, klar, wenn man eine Lösung findet, wo alle denselben Standard haben, könnte es möglicherweise sein, dass in manchen Ländern dieser Standard nicht so geschätzt wird, weil man da eben meint, es müsse anders sein. Aber sagen wir mal, das Beispiel, der Vorschlag der Kommission jetzt zu Work-Life-Balance, der hat ja, wie ich schon mal erwähnt habe, die Idee, 4 Monate Elternzeit sollte nicht übertragbar sein. Man könnte sich ja vorstellen, in manchen Ländern sagt man, nein, nein, das soll alles die Mutter machen. Wir finden es gar nicht so gut, dass da 4 Monate nicht übertragbar sind. Ich nehme das Thema bewusst hier auf, weil ich kann mir vorstellen, hier, vielleicht auch in Deutschland, wäre nicht jeder total davon überzeugt. Also kann es sein, wenn wir sagen, und das liegt ja jetzt schon auf dem Tisch, das ist der Standard für alle, das ist hier und da der Bürger nicht so ganz mittragen will. Okay, nur zum Verständnis, warum man vielleicht meint, das könnte auch eine gewisse Distanz schaffen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich für gemeinsame Standards. Zum Thema Megatrends, also wir haben da schon Untersuchungen gemacht und insgesamt gehen wir davon aus, auch mit der Digitalisierung, dass insgesamt es nicht zu einem Arbeitsplatzverlust kommt, dass es vielleicht mehr Leute gibt, die eben diese Kenntnisse haben für die Digitalisierung und dann auch andere nicht ausgebildete Arbeitskräfte und im Mittelfeld gewisse Berufsfelder wegfallen. Warum ist uns das so wichtig? Also darum ist es uns so wichtig, dass man eben sehr viel tun muss für Bildung, schon die Bildung von Anfang an so ausrichtet, learn to learn, dass auch die Möglichkeit besteht, mal den Beruf zu wechseln und dass auch die
Weiterbildung während des Berufslebens eine wichtigere Rolle spielen muss, also das ist die Skills Initiative sozusagen. Zum Thema Grundeinkommen, ja, wir schauen mit Interesse zum Beispiel auf Finnland, wo es gewisse Versuche gibt, das wollte ich sagen, es wird ja im Moment getestet. Bisher sind wir vor allem für das Mindesteinkommen eingetreten, auch weil wir wissen, dass es natürlich viel weniger die öffentlichen Haushalte belastet und auch immer noch den, sagen wir mal, den Initiativ oder was auch immer, die Incentives, also die Arbeitsanreize, befördert. Ich glaube, das war alles, was ich jetzt hier sagen wollte. Ja. Dann vielleicht drei Punkte. Das erste, meine Skepsis gegenüber dem Kern Europa oder dem, dass die Willigen vorangehen sollen, hat zwei Gründe. Erstens einmal, ich will nicht, dass es eine bestimmte Gruppe von Ländern ist, die vorangeht und die anderen bleiben zurück. Also es soll nicht Deutschland plus France sein, die vorangehen, sondern das müsste zumindest der Euroraum sein in dem Sinn. Das zweite ist, dass man die Willing soll mehr machen, so interpretieren kann, dass bei jeder Sache, die die EU-Kommission anpackt, die Länder sich nachher zusammenzusetzen, ob das bei mir gilt oder nicht. Und dann sagen wir nein, weil da ist vergessen, dass es im Tiroler Dorf so und so das und das gilt und daher stimmen wir nicht zu. Generell sind wir schon dafür, aber wir stimmen nicht zu, weil das auch diesen Einzelfall. Das führt zum Europa à la carte und dass die meisten bei den meisten Themen nicht mitgehen werden, das wird nicht funktionieren. Dass eine Gruppe mal vorangeht mit einem guten, engen Vorschlag, würde ich begrüßen. Es funktioniert nur auch meistens nicht und wird auch sehr. Schauen wir uns die Finanztransaktionssteuer an. Da ist eine Gruppe, die waren zuerst 11 und dann waren es 9 und dann sind die beiden, die dagegen waren, ausgeschieden. Großbritannien und das Frankreich vor Macron. Trotzdem keine Diskussion, dass jetzt dieser Anlauf verbreitet wird und die jetzt dabei sind oder Widerstand nicht, sondern das ist eine Schublade gelegt worden. Der Schublade sprechen ein paar Leute drüber seit 5 Jahren und da wird ohnehin nie etwas draus. Also wenn es kein europäisches Projekt ist, sondern von ein paar Ländern, besteht die Gefahr, dass es eben nicht. Sollen wir die Standards angleichen? Nein, natürlich können wir nicht alle Standards angleichen, weil das wäre ein Minimalstandards. Aber wir können sagen, dass es in jedem Bereich Standards geben soll und dass es eine Bandbreite gibt. Es soll sich jedes Land überlegen, wo es seine Untergrenze im Bereich dieses Standards gibt und dann die EU-Kommission dazu sagen, das ist mir zu wenig oder ein gleichreiches Land ist da ein bisschen mehr oder so einen Prozess im Gange setzen. Eine Bandbreite ist hier wahrscheinlich die Lösung. Damit wir gleichzeitig haben, die Kommission gibt Ziele vor, ohne die geht es nicht. Und auf dann die Länder haben ein gewisses Recht und Pflicht, das zu attestieren und können auf die Art mitgehen. Und die generelle Tendenz muss sein, dass der Zug nach oben geht, dass diese Bandbreite sich nach oben verschiebt, das muss man auch von vornherein sagen. Und da soll also auch dann sich jedes Land das Hindernis überlegen, wie es hier mit hinauskommt. Die digitale Gesellschaft, für mich sagt, was wir bisher sicher wissen über die digitale Gesellschaft oder über den technischen Fortschritt ist, dass die bestehenden Jobs zu 50-80% gefährdet sind. Wenn man genau das tun will, was man vor 5 Jahren getan hat, wird das nicht mehr gehen. Aber das heißt nicht, dass es nicht in der Nähe einen interessanteren, erfüllenderen Job gibt als vorher. Das heißt nicht, dass es nicht mehr Jobs gibt nachher als vorher. Vor dieser Arbeitslosigkeit fürchten wir uns, seit es die industrielle Revolution geht. Aber man glaubt, durch die industrielle Revolution sind alle Arbeitsplätze verloren. Das hat begonnen zu dem Boom, dass die Arbeitsplätze gestiegen sind, nicht ohne über eine Armutsschwelle drüber zu fahren, wissen wir auch alles. Aber das ist es nicht bisher. Bis vor 3 Jahren haben wir uns befürchtet, dass wir wegen der Alterung zu wenig Arbeitskräfte in Europa haben. Jetzt fürchten wir uns mehr, dass wir eher zu viel haben. Also tun wir nicht hin und her. Wir wissen, dass das Bestehende sich nicht fortsetzt. Wir wissen, dass das Zukünftige möglicherweise sogar positiver ist als das derzeit. Wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich sind die Jobs angenehmer, die es nachher gibt, mit einer gewissen Möglichkeit, das mitzubestimmen. Das können natürlich nur die mitgehen können. Die das nicht können, für die ist gar nicht angenehm. Und das sieht man ja auch bei den Umfragen, warum der Populismus einen Vorteil hat. Der Populismus wird gewählt von denen, die glauben, dass sie keine Veränderung ihrer Lebenschancen sehen, dass sie keine Möglichkeit haben, zu einem besseren Job zu kommen. Und sie verlangen auch nicht, das ist auch interessant, nicht nach mehr Absicherung, sondern sie verlangen nach mehr Lebenschancen. Wir wollen mit unserem Leben wieder etwas anfangen können. Das ist die Hauptforderung. Und in die Richtung sollte es gehen, dass wir das versuchen. Und der letzte Satz,
Also bei allem, was ich hier kritisch gesagt habe, ich glaube, wir sind am Weg in die richtige Richtung. Es hat sich in den letzten Monaten viel geändert und ich sehe viel Dynamik dahinter, dass wir diesen gemeinsamen Weg gehen in seiner Differenzierung, in seiner Vielfalt, die typisch ist für Europa, und dass wir es schaffen werden, wenn wir daran arbeiten. Danke, Professor Eiglinger. Bitte, Herr Bundesminister. Ja, danke zu Herrn Kurt Beyer. Die Frage koordinierte Vorgangsweise, die Kritik ist berechtigt, da ist Luft nach oben, auch in Österreich. Tatsächlich ist es so, dass wir dem Nationalrat insgesamt Jahresarbeitsprogramme europäischer Arbeit berichten. Das ist relativ gut transparent, aber natürlich gibt es den Widerspruch zwischen dem Sozialminister und dem Finanzminister, der ist auch schwierig aufzuheben, weil die Pfadabhängigkeit europäischer Politik natürlich auch wirkt. Aber das ist ein Kritik ist berechtigt. Ernst Holzinger, Berufe verschwinden, ist schon beantwortet worden. Ich glaube, dass es einen Wandlungsprozess gibt, aber es entstehen neue Berufe. Warum? Nur Arbeit schafft Mehrwert. Nur Arbeit schafft Mehrwert in dieser Gesellschaft und daher wird es immer Arbeit geben. Die Frage ist, wie verteilen wir die Arbeit und wie verteilen wir den Mehrwert? Beide Fragen haben wir uns zu stellen und darauf braucht es Antworten. Zum Grundeinkommen drei Fragen. Wer führt es ein? Wer hält es am Laufen? Und in welcher Höhe ist es? Und dann eine Antwort von mir. Ich war bei Alexis Tsipras im September vorigen Jahres. Und dem hat man von Weltbank und Co. vorgeschlagen, ein Grundeinkommen einzuführen auf einem Niveau 300. Also danke für das Grundeinkommen, ich will es nie wieder haben. Herr Berchtold, wir sind, also ich gehöre jener Gruppe an, die sehr viele praktische Erfahrungen in vielen Bereichen gemacht haben, wollte das nur dazu sagen, die Kritik kann man immer sagen. Herr Rudolf, zur Frage Europa, Wohlstand, Vollbeschäftigung, ich glaube, dass Vollbeschäftigung eine Frage von Verteilung von Arbeit ist. Man kann die Arbeit auch anders verteilen. Insofern ist es wichtig, dass jeder sich in die Gesellschaft auch einbringen kann. Die größte Niederlage Europas ist Jugendarbeitslosigkeit. Ich habe den Ansatz gut gefunden, warum brauchen wir Sozialschutz? Weil wir in einer Gesellschaft leben, die Risiken hat und Risiken unterschiedlich ausformuliert sind und auch unterschiedlich zuschlagen. Es gibt Menschen, die haben das Risiko, einen Verkehrsunfall zu haben und brauchen eine andere Antwort. Und es gibt Menschen, die haben das Risiko, behindert zu sein und brauchen auch eine andere Antwort. Und ich glaube, ich sage das noch einmal sehr deutlich, in der Geschichte Europas und in aufgeklärten Gesellschaften hat die Gesellschaft die Freiheit der Menschen erhöht, indem sie dem Risiko kollektive Sicherheiten gegenübergesetzt hat. Und wir haben jetzt neue Bedrohungsbilder und daher brauchen wir auch neue kollektive Sicherheiten. Und da bin ich bei dem, was Professor Eiginger gesagt hat, nämlich die Lebenschancen. Wenn ich die Risiken einer globalisierten Welt, einer sich ständig veränderten Gesellschaft, einer ständig veränderten Produktionsart, hier Sicherheiten entgegenstelle, und das ist eine demokratische und damit auch eine staatliche Aufgabe. Wer eine Demokratie haben will, muss die Risiken der Menschen absichern. Und daher ist es eine zentrale staatliche Aufgabe, das Risiko der Menschen kollektiv abzusichern, und dann haben die Menschen die Lebenschancen, die sie brauchen, die Kreativität auszunutzen und die Freiheit, die mit der Demokratie verbunden ist, auch umzusetzen. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen
sehr, sehr herzlich für Ihr Interesse an dieser Diskussion soziales Europa. Ich bedanke mich, glaube ich, darf ich in Ihrem Namen, ich bedanke mich hier am Podium bei den Teilnehmern, die diskutiert haben, für ihr Engagement, die Bereitschaft Ihnen, Herr Bundesminister, dass Sie es doch noch geschafft haben, bis zum Schluss auszuharren. Und bevor ich das Wort dem Hausherrn quasi, dem Valentin Wedel von der Arbeiterkammer übergebe, möchte ich Ihnen nur eines noch mit auf den Weg geben, wenn Sie mir gestatten. Wenn wir das nächste Mal wieder diskutieren oder daran denken, dass in Europa so wahnsinnig viel gestritten wird und man sich auf so wahnsinnig wenig gemeinsame Projekte einigen kann, gerade weil wir heute über soziales Europa diskutiert haben, erinnere ich Sie an die innerösterreichische Debatte zur bundesweiten Mindestsicherung. Also, das ist der Ding. Idealism prevails. Make the world a better place.